Moin, willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. In der ersten Playoff-Runde der Clash Royale League geht es für SK Gaming und Team Liquid um alles oder nichts. Beide Teams müssen ihre Spiele heute gewinnen, um in die nächste Runde zu kommen. Und ich kann euch schon jetzt versprechen, dieses Video wird eines der krassesten, wenn nicht sogar das krasseste CRL-Spiel enthalten, was ihr jemals gesehen habt. Der Showdown zwischen SK Gaming und Cream Esports ist einfach zu heftig. Und was dann passiert und welche Rolle insbesondere Morten dabei spielt, das erfahrt ihr in diesem Video. Lass gerne einen fetten Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze gefällt, und sei heute Abend um 19 Uhr unbedingt für die zweite Runde für das Halbfinale der Playoffs dabei, in denen die beiden Gewinnerteams von heute sich gegen Tribe bzw. Misfits duellieren. Unbedingt einschalten, Freunde, 19 Uhr geht's los, hier oben der Link oder unten in der Beschreibung. Und nicht vergessen, gerne Creator Code Big Screen im Shop eintragen, falls du mich kostenfrei unterstützen möchtest. Dankeschön an jeden Einzelnen, der das macht, und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Erstes Spiel am Start, wir sehen jetzt hier Liquid gegen Space Station, das ist das erste Spiel von den Playoffs. Und Flavio, du willst direkt mal ein Predict raushauen. Was ist dein Predict? Ich glaube, dass Liquid das Ganze 3-0 gewinnen wird. Ich Alter. Glaube, dass genau das, was du gerade gesagt hast, der entscheidende Punkt ist. Nämlich, dass Liquid auch in der Vergangenheit in ganz vielen Events... Oh mein Gott, wir sehen 5 Sets. Wir sind ein Best of 5, Junge. WTF? Ja, genau. Es ist ein Best of 5. Alter, oh mein Gott. Dass Liquid unter Druck in den entscheidenden Situationen immer sehr, sehr stark performt haben. Ich glaube, das könnte hier ein wesentlicher Punkt sein, der den Unterschied machen könnte. Alter, auf jeden Fall. 2v2 wird gewartet bis 2 Minuten. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das stimmt, es wurde echt lange gewartet hier. Und wir sehen jetzt hier Dark Prince plus Schneeball und Musketieren von Space Station Gaming. Und auf der anderen Seite Musketieren, Skeletor, Heilgeist und Cage. Okay, könnte auf jeden Fall noch alles sein, oder einiges besser gesagt. Wir wissen jetzt noch nicht genau, worum es sich hier handelt. Könnte Graveyard sein, aber das ist halt, diese Backup-Karten werden in sehr vielen Decks gespielt. Ich finde es auch cool, dass wir jetzt den Fischer schon mal auf jeden Fall sehen. Das stimmt. Das stimmt. Die Balance-Changes sind hier auch für die Spieler natürlich verfügbar. Sie spielen auch auf dem aktuellen Patch. Das bedeutet, Zappies und der Fischer sind gebufft worden. Es wurden andere Karten schlechter gemacht. Firecracker und zum Beispiel. Also wir sehen hier auch tatsächlich im 1 gegen 1 dann auch spätestens die besten Decks der aktuellen Meta. Was auch ein Grund ist für euch, auf jeden Fall alle Spiele dran zu bleiben, weil hier könnt ihr sich das eine oder andere neue Juwel finden, wovon ihr direkt profitieren könnt, wenn ihr es hier im Stream direkt als Erste seht. Wir haben hier Doppel-Musketieren. Und dann den Inferno-Dragon von Surge, okay. Das Ding ist, weißt du, was richtig geil werden könnte? Es damals, als Fischer Meta war, da war Fischer auch absolut Meta in 2v2. Und da gab es die Situation, dass Doppel-Fischer gespielt wurde. Und dann gab es immer diese Situation, wo Fischer sich einfach hin und her gezogen haben. Wo ein Giant an die Brücke kam und der Fischer wurde. Und die Fischer haben einfach die Truppe hin und her gezogen. Und auch das kann hier im 2v2 wieder passieren. Also ich denke, dass wir einiges heute an Fischer im 2v2 sehen werden. Aber mal schauen. Ja, genau. Wir sehen es jetzt hier. Wir sehen Ballon. Und da der Tornado gebannt ist, wie ihr gerade sehen konntet, meine Cam ist immer im Bann, aber ihr seht es ja, sehen wir hier einen Ballon, der gespielt wird. Und der mit dem Frostzauber auch gerade mit der Bombe zumindest an den Turm gekommen ist. Das war close. Und ich meine, es ist Lava Loon Freeze. Das ist interessant. Ja. Das haben wir im 2v2, glaube ich, auch fast so noch gar nicht gesehen. Also, die Ballon-Decks mit Freeze, immer wieder. Aber Lava Loon mit Freeze haben wir sehr wenig gesehen. Das stimmt. Lava Loon mit Freeze, da hast du recht. Das ist tatsächlich hier etwas exotischer. Okay, da kommt die Musketierin rein. Heilgeist ist am Start. Heilgeist halt gut hoch. Die Musketierin macht komplett Ehre. Holt hier komplett Value für Space Station Gaming raus. Und der Schadensvorteil ist aber trotzdem bei Team Liquid. Team Liquid hier trotzdem weiter in Führung. Und da kommt der Lava Loon instant an die Brücke. Man muss mal auf die Defensive von Space Station gucken. Die haben halt zwar zwei Musketieren und einen Mega-Minion. Sonst nicht so viel. Aber sonst nicht viel, genau. Und das ist das Problem. Oh mein Gott, da kommt der Defensive Fisch. Du hast völlig recht. Da der Ballon gebannt ist, macht das ultra viel Sinn. Von Surge und Canario. Gerade auch, weil die Firecrackerin vermutlich heute Abend nicht mehr so viel zu sehen sein wird, weil sie jetzt schlechter gemacht wurde. Und die Scale Dragons auch. Macht es super viel Sinn, auf Lava Loon zu setzen, was man so noch nicht gesehen hat. Plus einfach dann Wutzauber und den Fisch als Spell zu nutzen. Ihr seht gerade... Ganz kurz, du meintest Tornado gebannt, weil du gerade Ballon gebannt hast. Aber Tornado gebannt, genau, absolut recht mit deinem Punkt. Und gerade, wie unlucky war das bitte für Liquid, dass das Mega-Minion die Musketiere nicht gekillt hat? Das war gerade so eine komische Interaktion. Normalerweise wäre das eine solid Defense gewesen von Liquid, aber... Aber sie haben tatsächlich hier gerade ordentlich kassiert. Und sie kassieren weiter. Und das ist eine Menge Schaden. Die Friedhofsgeräte connecten da eins nach dem anderen. Und plötzlich sieht sie besser aus für Samsung, für Space Station Gaming. Vor allem ist der Lava untergegangen, ohne irgendwie großartig Damage zu machen. Das kann halt... Oh mein Gott, der Fischer macht den James Bond, Junge! Zieht sich mit seiner Angel durch und das ist das Spiel! Space Station Gaming gewinnt das erste Set, das erste Spiel im ersten Set. Alter! Surge und Canario sollten jetzt besser gewinnen. Da kommen die Skelette, okay.
Doppel-Scalibel schon mal von Space Station Gaming hier ausgepackt. Und der doppelte Heilgeist von Canario und Surge. Okay. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich habe gerade die Industrie hochgeladen. Alright. Da kommt das Fass rein. Oh, Dart kommt und blockt das Ganze. Ja, gut geblockt. Haben sie jetzt noch einen Zauber für das nächste? Nein, sie haben keinen Zauber mehr. Sie haben nur zwei kleine Zauber. Und das könnte ganz, ganz krass werden auf lange Sicht. Mhm. Zwei kleine Zauber werden unter Umständen wirklich ein Problem werden für die Jungs von Liquid hier. Weil sie haben es bereits jetzt mit zweimal Koboldfass, zweimal Skelettfass und einem Dart-Goblin zu tun. Also bereits jetzt sind mehr Lockbit-Einheiten im Deck von Space Station Gaming, als Liquid irgendwie mit kleinen Spells kostengünstig verteidigen kann. Ganz vielleicht könnte es noch sein, dass sie eine Royal Delivery spielen, aber dann haben sie es gerade nur vielleicht nicht gespielt, weil sie zu spät reagiert haben. Und das wäre auch schon wieder irgendwie ein Fail, deswegen, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die haben tatsächlich nicht so viele kleine Spells und das wäre wirklich schwierig dann in dem Matchup. Das stimmt. Das wäre in der Tat schwierig. Da kommt das nächste Koboldfass rüber. Okay. Wird hier auch weggelockt. Bislang auf jeden Fall alles einigermaßen in Ordnung. Sie konnten es bisher noch verteidigen. Also alles noch entspannt. Und sie haben aber wirklich, also Space Station Gaming hat super, super viele Einheiten, die natürlich hier den Lockbait-Faktor provozieren. Und da hat man es gerade gesehen. Sie haben zwei Kobolde connecten lassen, beziehungsweise es waren mehrere Schläge. Aber jetzt auch ein fetter Konterpush. Aber die haben halt den Inferno-Tor. Die Frage ist jetzt, wie viel... Alter, der kriegt ja alles weg. Was ist denn das? Und Elixier ist ausgeglichen. Ja. Das Elixier ist völlig ausgeglichen. Also sie haben eine gute Verteidigung hingelegt. Und jetzt einen schönen Damage-Vorteil. Ah, Giant Skelly lässt hier auch wieder einige zu. Das war nicht so optimal gespielt. Das hätte man hier eher mittig platzieren sollen. Der Royal Giant kommt wieder dahinter. Da haben sie das Holz. Und die Bats kommen da, um den Inferno-Turm abzuhalten. Schneeball und Pekka. Ist das der Move? Feuerball fliegt, Holz kommt. Aber schaut euch das mal an. Royal Giant macht... Oh mein Gott, der Fischer. Das ist okay. Ja, ich glaube, es hat noch für den zweiten Nip gesorgt. Ja, es war gar nicht so schlecht. Es war... Ja. Es hat jetzt nicht so diesen Burner, also diesen Unterschied gemacht, so den krassen, aber vielleicht ist es... Lang. Ah, aber guck dir das jetzt an, wie viel Schaden. Das ist die Seppen rein. Aber der Sepp war ein bisschen tilty sogar noch. Und es ist auch super viel Damage hier wieder für Space Station Gaming. Und sie sind jetzt hier in Führung. Und zwar eindeutig. Oder zumindest solide, sagen wir es mal so. Allein dieser Druck, zwei Skelettfässer einfach auf dem Feld, das ist halt so krass. Ja, absolut. Komplett. Komplett. Der Druck ist absolut wahnsinnig. Guckt euch an diesen Schaden auf der rechten Seite. Zwei Skelly-Bells. Zwei Koboldfässer, sie haben dagegen einfach nicht genügend Antworten. Wir haben es vorher prophezeit und da muss der defensive Feuerball gespielt werden. Negativer Trade erlaubt natürlich Space Station nochmal das Holz draufzuhauen und dadurch keinen Elixir nachher zu kassieren, großartig. Und sie haben jetzt gesagt... Oh mein Gott, ich glaube, die ist die Bombe noch Sie wollten durch den Sepp unbedingt diesen Inferno-Tor killen und es kann aber das war's. Das war's! Space Station Gaming dominiert hier Liquid im ersten Set, aber wie ihr hier am Rand schon unschwer erkennen könnt, es sind insgesamt 5 Sets. Das heißt, ein Team muss heute Abend 3 Sätze gewinnen und wir haben 3-mal insgesamt das 1 gegen 1 dabei. Und wir kennen Liquid im 1 gegen 1, wir kennen Igor und wir wissen, wie oft Igor seinem Team in dieser Season schon den Hintern gerettet hat. Ich glaube, Igor wird das machen. Das Ding ist, Samuel hat in letzter Zeit nicht so krass performt, aber wie gesagt, es ist halt diese Drucksituation und auch Samuel ist halt ein sehr erfahrener Spieler, was Drucksituation angeht. Also ich glaube, beide Spieler können das hier gewinnen. Ich würde dennoch zu Igor tendieren, einfach aufgrund seiner Leistung in der letzten Zeit, weil Samuel hat die letzten Spiele nicht perfekt gespielt gehabt, beziehungsweise hatte nicht so eine hohe Winrate, sage ich einfach mal, wie Igor da in der Group Stage. Und für Igor lief es halt super, super gut. Deswegen, mal schauen. Das stimmt. Genau, für Igor lief super gut. Igor hat sein Team komplett gecarried in den letzten Spielen. Also Liquid war wirklich sozusagen, hat sich auf Igor verlassen. Aber jetzt sehen wir ein Deck. Oh mein Gott, das ist so gut, kann ich euch jetzt schon sagen. Und es ist so gut für Igor hier der Start. Der Holzfäller. Skelettdrachen sind Spiele, sie darf man nicht spielen. Sie spielen einfach, die wurden ja auch genervt, aber guckt's euch an. Guckt's euch an. Samuel spielt die Barbarenhütte und es ist so ein Fehler. Er hat einfach gedacht, dass Ego in 2.6 spielt. Er kam nicht auf die Idee, den Schweinereiter zu spielen. Und wenn ihr die letzte Season mit der Leatherwette verfolgt habt, wisst ihr, jedes Mal, wenn ich die Barbarenhütte gesetzt habe mit genau dem gleichen Deck wie Samuel, dann ist es einfach, hat sich einfach zugetragen, dass, wenn der Ballon kam, der Turm gefühlt gefallen ist. Und genau das gleiche ist ja auch passiert. Du bist gerade ein bisschen verpixelt. Kannst du nochmal in Call gehen neu? Du siehst gerade aus wie bei mir bei Minecraft. Ja. Hallo. Ja, da ist er doch. Perfekt. Perfekt, da haben wir es doch wieder.
Wir sehen jetzt hier... Ja, ich muss sagen, ich kenne diese Szene. Du hast dich in der letzten Season darüber sehr aufgeregt, beziehungsweise nicht aufgeregt, aber du warst manchmal etwas angewürzt, weil es in diesen Situationen dazu kam, dass du halt Matchups, also das Matchup hättest du halt easy gewinnen können, aber nur wegen dieser einen Barpart hast du dann teilweise das Spiel verloren. Das ist natürlich sehr ärgerlich und darüber wird Samuel sich auch noch so lange drüber aufregen, weil es wird so schwer jetzt hier dieses Game noch zu gewinnen. Klar, es kann passieren, dass jetzt hier ein krasses Comeback kommt, aber es wird sehr schwierig. Und normalerweise wäre das Matchup sonst ziemlich ganz gut gewesen, weil Ego auch keinen Miner oder so hat. Das heißt, wenn der Ballon nicht an Turm kommt, dann hat sich's gegessen für Ego. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, dass Ego eben einen sehr schnellen Cycle hat. Er hat zwei Spells und vor allen Dingen, Samuel hat halt, kann halt sehr schnell gezeigt werden. Ja? Skelly Dragons und Luftpost und so, das reicht im Regelfall nicht, um so einen geilen Holzfäller und Ballonpush abzuwehren. Jetzt hier aber nochmal der Push am Start. Oh mein Gott, das war so gut gemacht. Halt so, also wie er das Backup geklärt hat, die Skelettdrachen, die Musketieren, dadurch jetzt diesen Grainfetter quasi gezwungen hat, jetzt kommt einfach die Defense mit dem Cage. Völlig wieder verpixelt, müssen wir nach dem Spiel mal erklären, woran das liegen kann. Ich denke, es wird an mir liegen, aber ich kann dir auch nicht genau sagen, woran das liegt. Also bei mir, es läuft halt alles flüssig hier. Okay, der Graveyard ist da, aber es reichen halt Holz und Schneeball. Holz und Snowball reichen halt einfach aus, um dieses Spiel zu klären. Freunde, Schneeball, komm, das Ding ist durch und damit gewinnt hier Ego. Das erste Spiel gegen Samuel. Samuel gegen Ego und es könnte eventuell wieder ein ähnliches Matchup sein. Wir sehen Ice Golem plus den Kobelkäfig, könnte auch Friedhof sein. Okay, es wird vermutlich Friedhof sein, aber Samuel spielt exakt das gleiche Deck noch einmal. Was anderes kann es eigentlich gar nicht sein. Ja? Ich finde es aber auch saugeil, dass wir jetzt die Skelett-Rang sehen, also alle Karten. Ja. Weil dadurch können sich jetzt auch alle Zuschauer an den Decks orientieren. Weil normalerweise ist es so, wenn eine Karte gebannt ist, dann ist es normalerweise eine verzerrte Meta. Außer diese Karte wird halt überhaupt nicht gespielt. Ja, und dadurch, dass die Skelett Dragon jetzt halt auch hier gespielt werden können, sind diese Decks, die jetzt hier gespielt werden, vermutlich auch sehr stark generell gerade im Game. Ja, richtig. Genau so ist es. Genau so ist es, du hast den Punkt erfasst. Also die Decks, die hier gespielt werden, die sind wirklich nochmal sehr, sehr interessant, auch für euch, weil ihr könnt hier sehen, okay, welche Decks spielen die Pros, wo kann ich vielleicht sagen, okay, da gucke ich mir jetzt das eine oder andere ab, oder wo kann ich vielleicht sogar mir eine neue Inspiration für mein Ladder- oder Challenge-Deck holen. Und wir sehen offenbar, das Graveyard-Deck von Samuel, was wir auch letzte Season gespielt haben, ist immer noch sehr stark. Das ist doch genau das gleiche Matchup, oder bin ich jetzt in Tulip? Stimmt, es ist das gleiche, Cage. Es ist exakt das gleiche, stimmt, du hast recht. Die spielen das gleiche Matchup und diesmal macht Samuel nicht den Fehler, dass er eine komische Barpart spielt. Richtig. Diesmal macht er nicht den Fehler. Diesmal spielt er nicht die Barpart und daran hat es eben gelegen. Er macht einen anderen Fehler. Der ist ja fast noch döfer, der Fehler. Samuel ist so sauer. Weißt du, warum er das gemacht hat? Er wollte die Musketiere mittreffen, die aber dann down war. Er wollte die Musketiere mittreffen, hat deswegen den Ballon nach vorne gekickt. Das war nicht gut. So eine bittere Nummer, das war auf keinen Fall gut. Er hätte den Ballonschaden komplett vermeiden können. Stattdessen kassiert er einen Hit plus nochmal und jetzt spielt er schon wieder so eine zweifache Barpart. Er kriegt's gedefft, aber ist das worth? Ich meine, klar, du kannst sagen, okay, ich will die Barpart stacken. Aber der hat halt schon viel Schaden, das kannst du halt machen, wenn du keinen Schaden kassiert hast. Aber noch nicht jetzt. Ich habe eine Frage. Ja? Wurde gerade der Ballon durch die Dragons nach außen gedrückt oder wäre der so oder so nicht drauf? Die Hütte ist ein Feld zu niedrig, um ihn zu ziehen. Ja, und weil der Ballon so weit hinten platziert wurde, ist er nicht an. Genau, okay. Das heißt, das Placement von Ego hat hier gerade dafür gesorgt, dass er an Turm geht. Es waren nicht die Dragons, okay. So wie ich das sehe, ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist aber auch. Er hat halt keine Royal Delivery. Also dieser Push ist halt sehr gefährlich für Ego, weil. Da ist, Ego hat halt keine Royal Delivery, um jetzt hier irgendwie komplett das Backup zu rasieren. Ja. Aber was er halt hat, ist dieser ganz, ganz kranke Push, der Samuel hat. Samuel hat diesen ganz, ganz kranken Push, du hast es angesprochen, die Royal Delivery fehlt einfach. Und das ist der Schaden, den er braucht, um mir zu comebacken. Und jetzt hat er ihn. Hätte Ego eine Royal Delivery, dann würde Ego das super easy defenden können. Aber er hat sie nicht und das ist das. Was? Genau. Er hat die Royal Delivery verarmt, nämlich den Schneeball heutzutage. Und das reicht halt einfach nicht aus. Ihr könnt sie sehen, Skelly Dragons hinter einem Ritter plus Friedhof sind der Knackpunkt, um genau diese Variante von Samuel zu besiegen. Und trotz des einen Fehlers von Ego, bei dem er den Hit kassiert hat, hat er es ganz, ganz eindeutig hier über die Bühne springen können. Samuel gegen Ego. Und wir sehen hier den Holzfäller und Schneeball von Ego. Und Samuel spielt hier vermutlich ein Ballon-Miner-Deck. Also, nee, als ob Ego das gleiche Deck nochmal spielt, als ob. Also, ich glaube, er macht's wirklich. Ich glaube aber, er hat jetzt die Royal Delivery statt dem Lock drin. Ich glaube, er hat die Royal Delivery drin. Bist du dir sicher, meinst du? Und das könnte der entscheidende Grund sein, wenn er das gewinnt. Aber wenn er jetzt wirklich die Royal Delivery drin hat, ne? Also, wenn er wirklich dreimal dasselbe Deck spielt, das wäre schon abgekatert.
Das wäre schon ein abgekarteter Move, muss man sagen. Also wirklich. Ja, das ist ein Hit. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte auch so drauf gesetzt, dass das ein Hit ist. Also aber normalerweise in dieser Situation. Aber der guckt den Shrek an. Okay, Shrek macht nichts mehr. Wird einfach weggelockt. Okay, also. Samuel spielt das Faustdeck mit Bomb Tower und Snowball vermutlich. Ja. Vielleicht hat er sogar Ego gesniped. Vielleicht hat er gleich noch eine Karte drin wie ein Tornado oder so. Bomb Tower Tornado, stell dir das mal vor. Nee, hat er nicht. Alter, das wär's. Okay, er spielt Faust gegen das Deck von Ego. Es ist halt Lambaloon ist der Vorteil für Ego. Da könnte Samuel Probleme kriegen. Aber Samuel hat halt den Bomben-Tower ja. Und einen schnelleren Cycle. Richtig. Genauso ist es. Wobei der Cycle jetzt auch nicht. Also er ist minimal schnell. Er ist jetzt Aber er hat den Miner, ne? Das ist schon irgendwie ganz geil. Kann aber nicht so viel gegen eine Holzfälle machen auf der anderen. Okay, ist auch der Cage. Okay, ist kein Bomb-Tower. Ich hatte gedacht, das ist der Bomb-Tower. Nee, ist auch also der einzige nennenswerte Unterschied sind wirklich der Heilgeist und der Miner. Stark. Starker Snowball. Sehr stark. Hat er damit in die andere Lane gekickt. Dadurch hat die Musketiere mitgeholfen. Oh, der Cage war nicht optimal platziert. Musketiere läuft trotzdem rein. Von daher alles fein. Heilgeist kommt auch nochmal. Ah, okay. Miner jetzt am Start. Aber jetzt sehr, sehr aggressiv von Ego hier. Das ist sehr, kann aber sehr gut sein. Aggressiv. Ja, kann echt gut sein. Oh, der Cage war ja richtig schlecht. Nee, der war gar nicht so bad. Das ist so oder so nur ein Hit, von daher passt das. Ja, okay, ich dachte halt, weil der Ballon dadurch schneller... Oh, es ist ein Hit, oder? Oh, es ist ein Hit! Ich glaube, aber guck dir den Kobold an! Den Kobold auf der anderen Seite auch mega viel Damage. Aber ich glaube, ohne die Skelette wäre der Ballon nicht connected, weil dann wäre der Ballon noch minimal kurz weitergeflogen in die rechte Richtung, weißt du, was ich meine? Nee, der Ballon hat ja den letzten Hit am Cage gemacht. Hat er den gemacht? Der hat den gemacht, ja. So wie ich das gesehen habe, hat er ihn gemacht. Okay. Von daher hat das keine großen Auswirkungen gehabt. Jetzt kommt der nächste Cage rein, okay. Jetzt muss wieder eigentlich ein schneller Snowball gleich kommen. Ja, ganz toll, der Snowball und vor allen Dingen die Musketieren. Jetzt ist es auf dem Feld, ja, Snowball kommt. Das sollte ein Defense sein, ohne irgendeinen Ballonschaden. Der Miner chippt, guck mal, der Miner auf der anderen Seite. Und der Kobold, ne? Der Kobold ist echt krass, diesen Kobold muss... Oh, aber jetzt auch cycled eventuell. Er kann halt nicht aggressiv mit dem Ballon gehen. Ich glaube, es ist besser für Samuel. Weil jetzt kommt die nächste Musketier und wieder Snowball und es ist wieder volles Verteidigung. Jetzt kommt die nächste Situation. Ich glaube, er bringt jetzt Snowball. Er lässt jetzt diesen Damage zu. Er lässt jetzt den Totenschaden zu und jetzt kommt Ballon. Und ich glaube, das ist für Samuel. Das ist es. Das könnte es echt sein. Das könnte es wirklich sein. Perfektes Holz. Alter, das gibt's doch gar nicht. Samuel. Nee. Doch, oh mein Gott, die Musketieren stirbt. Samuel gewinnt das Spiel und Comeback damit in diesem zweiten Set mit 2-1 gegen Ego. Diego B gegen Lapo. Ja, jetzt wird es nochmal entscheidend, beziehungsweise jetzt wird es absolut entscheidend für Team Liquid. Sie müssen hier gewinnen, ansonsten sind sie raus, ja. Sie hätten damit tatsächlich, ja, auf Platz 6, sage ich mal, von 10 oder 5 oder 6 gefinisht, ja, also auf den schlechtesten Spot sozusagen nach den Teams, die schon vorher raus gewesen sind, nach den 4. Und das wäre nicht Liquids Anspruch. Liquids Anspruch ist es natürlich, ein Top-Team zu sein, ganz oben mitzuspielen. Aber davon hat man jetzt nicht ganz so viel gesehen in den ersten beiden Sets, muss man sagen. Ja, klar. Ego hat sein Bestes gegeben, hat nicht gereicht. Das 2 gegen 2 Set eher durchwachsen. Deswegen können wir jetzt hier mal schauen, ob es sich jetzt hier bessert. Okay, Lapocati spielt das Doppel-Lock-Bait-Deck. Das Deck ist wird sehr viel gespielt in letzter Zeit. Auch in der CRL wurde es des Öfteren gespielt. Es ist halt ultra strong, weil du sehr schnell cyclest und es müssen eigentlich zwei kleine Spells vom Gegner am Start sein oder zumindest ein kleiner Spell und sowas wie ein EOS, damit man das Ganze flawless verteidigt. Und die meisten Leute haben das halt nicht im Deck. Und dadurch kommt es immer wieder zu Problemen. Man sieht es hier schon, Lavocati hat einfach schon so viel Damage gemacht. Oh mein Gott, und ich kenne das Matchup. Diego B spielt das Friedhof-Deck, was ich in der letzten Season gespielt habe. Weißt du, wie das Matchup ist? Das kann Lavocati nicht verlieren. Das kann er nicht verlieren. Das ist so unglaublich gut für ihn. Guck doch mal, er hat noch Dart Goblin, er hat noch ein Gebäude. Er hat komplett den Konter, wenn er das Deck so spielt. Ja, und ich glaube, Lavocati ist auch so einer, der spielt das Deck so. Der wird das richtig gut spielen. Ich glaube, Lavocati ist genauso einer, der so richtig nervig ist als Gegner. Weißt du, Diego B wird die ganze Zeit unter Druck gesetzt und wird die ganze Zeit frustriert sein, dass er es nicht hinbekommt, das zu verteidigen. Guck dir allein schon den Schadensvorteil an. Und Lavocati kann auch auf ganz dreist einfach diesen Dart Goblin setzen, weil er genau weiß, er kann es so oder so verteidigen. Ja, und der Dart Goblin wird so schwierig zu clearen für Diego B. Er muss eigentlich eine Musketieren setzen, genau. Und wenn da die geschützt wird, das ist so stark gespielt hier von Lavocati an der Stelle. Richtig. Da kommt das Holz rein, auch perfektes Holz. Auch so viel Schaden durch die Skelette wieder klar. Und wieder, oh mein Gott, guck dir das an, der Dart Goblin killt jetzt die Musketieren. Ja. Er hat einfach Skelette gecycelt, um das zu protecten. Das Matchup ist so krass. Unglaublich gut für Lavocati, das gibt es kaum. Und ich glaube, einer der Hauptgründe,
einer der Hauptgründe ist auch noch, dass er die Royal Delivery hat, weil die ist so strong gegen die Dragons. Die Dragons sind eigentlich useless in der Offensive. Die Royal Delivery ist sozusagen der Sargnagel nochmal für die Bemühungen von Diego B hier irgendwas auszurichten. Man muss es wirklich so sagen. Die Royal Delivery setzt dem Ganzen wirklich nochmal die Krone auf und macht das Matchup so unfassbar gut für Lapukati wirklich. Das kann man sich kaum vorstellen. Schon wieder. Delivery rein. Keine Chance, kein Ausblick hier auf Besserung für Diego B. Er muss selber immer die Delivery am Start haben. Nee, gerade rechtzeitig. Also das musst du ihm zugute halten. Er hat die Delivery immer ready für das Fass. Aber es bringt halt nichts, weil da ist noch so ein anderes Fass. Und das ist dann natürlich umso schmerzhafter, wenn man die Delivery jedes Mal für das Kobalt-Fass braucht. Und vor allem kann Lapukati noch easy outcyclen. Also es ist jetzt nicht so, dass er das quasi immer ready haben kann. Wenn Lapukati sehr schnell cyclet, wird er ihn zu 100% outcyclen früher oder später. Ja. Und hat er auch schon ein, zweimal geschafft. Und deswegen hat er auch schon den Turm einfach auf 1100 Leben runter. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und man muss wirklich sagen, die Dark Goblins, die auf dem Feld waren, haben alle Value bekommen. Weil er muss eigentlich einen Poison auf den Dark Goblin werfen. Aber das ist so teuer, dass er es das eigentlich nicht machen kann. Das ist so eine Zwickmühle einfach. Er muss wirklich so viel Elixier investieren und er kommt trotzdem nicht ohne Damage davon. Weil das Gallybell kommt dran, sobald die Barpa dafür nicht tankt. Der Dart Goblin ist an der Barpa. Es könnte kaum schlimmer sein für Diego B. Die Barpa geht einfach down. Oh, jetzt aber auf der anderen Seite ein sehr, sehr guter Push erstmal. Aber auch da, wobei, das ist jetzt nicht schlecht, aber wenn der Rekrut den Musketieren killt. Guck dir den Dart Goblin an. Was hat der Dart Goblin da gerade schon wieder gemacht? Der nächste Dart Goblin. Der ist so krass. Ja. Er hat 100 Damage oder so mit dem Graveyard bekommen. Ein bisschen durch Poison halt einfach. Das war kaum Damage. Schaut euch das an. Da kommen die Skelette dran. Und jetzt die Kobolde. Zu spät die Delivery. Und das ist auch nochmal ein Skelett hier. Und jetzt ist der Schaden wirklich über 1000. Ist jetzt hier gerade Lapukati vorne. Nächster Dark Goblin ist da. Das kommt jetzt zu guter Poison. Aber es ist halt wieder das nächste Fass in der Offensive. Die Delivery in der Defensive. Und es ist so gut für Lapukati hier. Ja, das war gerade auch, glaube ich, so eine Art von Frustfehler, weil ich glaube, normalerweise hätte Zero Billy da nicht zu spät geworfen, aber in der Situation, es kommt das ganze Game nur Druck auf dich zu, du musst die ganze Zeit reagieren und dann hat er einmal Millitick zu spät reagiert, das ist halt wirklich so eine Interaktion in Clash of Clans, wo es wirklich auch dann auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt. Zero Billy hat keine Karte dagegen, er muss den Level spielen, es kommt zu spät, das Matchup ist 100-0, das kann ein Spieler, sei er noch so gut, nicht gewinnen, wenn der Gegner halbwegs weiß, was er macht. Lapukati gegen Diego B, Freunde. Das könnte das letzte und entscheidende Spiel sein. Wenn Diego B sich jetzt hier nicht aufrafft und wirklich alles gibt und gegen Lapukati gewinnt, gewinnt hier Space Station Game einfach 3-0 und wir sehen die Firecrackerin. Oh mein Alter, Gott. Das ist so geil. Ich liebe Lapukati manchmal für seine Decks. Der spielt einfach, weißt du, Firecracker ist genervt, ihn juckt es aber einfach nicht. Er spielt sie trotzdem jetzt einfach. Das, ich weiß nicht, das machen nicht viele Spieler, aber Lapukati ist so einer. Das feiert das an dem. Das stimmt, absolut. Lapukati packt hier die Decks aus, die einfach mal komplett eigentlich nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Und es scheint sich für ihn hier bereits auszuzahlen. Guter Damage von dem Pegels am Turm. Diego B spielt den Fisch und hat damit auch den King geaktiviert. Royal Giant, oder? Oder Pegels? Was? Royal Giant, das ist das neue Royal Giant Deck. Also Diego B hat noch Lock und Royal Giant im Deck. Das Deck wird sehr, sehr, sehr viel gespielt aktuell. Ich glaube, das ist das meistgespielte Fischer-Deck in der aktuellen Meta. Also ich glaube, wenn man auf Fischer-Decks guckt, das meistgespielte Deck ist genau das, was jetzt Diego spielt. Alter, ich weiß gar nicht, woher das kam. Es hat irgendwie Thunderstruck, glaube ich, gespielt gehabt. Und dann auf einmal haben so viele Leute kopiert und gespielt, weil es wahrscheinlich irgendwo auf YouTube gelandet war. Ja. Das Deck ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall schwierig, hier auch für Diego B die Firecrackerin zu clearen, weil er hat nur das Lock und Lock killt halt nicht die Firecrackerin. Er hat Feuerball. Feuerball kann er nicht drauf werfen, weil da gibt den Feuerball auch halt für die Pickles, genau. Das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Stimmt, die Firecrackerin könnte hier Diego B in einige schwierige Situationen bringen. Haben wir jetzt gerade schon gesehen, dass das auf jeden Fall schon mal ein ganz solider Start für Lapukati war, aber noch ist alles offen. Und wie gesagt, Lapukati, wenn er gewinnt, dann hat er hier mit seinem Team 3-0 einfach mal Liquid wegrasiert. Und das wäre das nicht sogar eine Premiere? Wäre das nicht das erste Mal überhaupt, dass Liquid es nicht in die Playoffs schafft in der CL? Du meinst nicht ins Finale oder so? Also weil so nicht ins Finale, genau, nicht ins Finale, Ich weiß es gerade gar nicht genau. Doch, erste Season haben sie es auch nicht geschafft. Erste Season haben wir mit SK Gaming, damals ja ich noch mit dabei, haben wir es geschafft, SK ja sogar aus den Playoffs rauszukicken. Also da haben wir das entscheidende Spiel gewonnen und dann war Liquid nicht in den Playoffs. Also erste Season war Liquid gar nicht in den Playoffs, zweite, dritte dann aber schon. Ich glaube, da waren sie auch beide mal im Finale, Okay.
Fischer kommt und hier sehen wir genau gutes. Oh, der Royal Giant jetzt hier dran für ein Hit. Ja, das ist nicht schlecht für Diego B hier, ne? Ja, also man muss sagen, was Diego B halt gerade sehr, sehr gut macht, ist, dass er seinen Fischer sehr, sehr stark nutzt und ja, dass er halt den Feuerball sehr sparend einsetzt, damit er halt eben immer wieder diesen Push von Labucati verhindern kann. Weil wenn der Feuerball einmal raus ist, kann zum Beispiel auch Labucati noch cyclen oder kann in einen anderen Lane reingehen, aber gerade... Ja gut, ja, oder beziehungsweise gerade... Aber ich weiß, was du meinst. Er zwingt ihn halt gerade dazu, dass er eigentlich gar nicht so richtig reingehen kann. Boah, die Firekickerin war ja alles andere als optimal. Einfach, ich weiß nicht, ob er den Prinz protecten wollte mit der Firekickerin, aber auf jeden Fall hat die alles andere als optimal funktioniert. Und jetzt sehen wir 200 Schaden Vorteil tatsächlich hier gerade für... Oh mein Gott, starker Predict. Aber der Ice Scroll kam. Er hat die Skelette predicted, aber dann kam der Ice Scroll und deswegen der Mensch. Aber es war eine geile Idee von ihm. Der Fischer ist halt so stark gegen den Prinz, ne? Der Fischer ist ultra so broken gegen den Prinz. WTF? Ja, und jetzt die Spurs wieder um die Bälle. Boah, der Prinz weggezogen. Es ist aber trotzdem ganz... Oh, es ist ein Hit, Alter. Ja. Oh mein Gott, wie stark das Diego B aber auch gerade spielt. Muss man auch mal die einfach die entscheidende Interaktion sind aber auch, ist auch der Heilgeist von Diego B, weil er hat eigentlich nichts gegen die Bats, aber dann kommt dieser Heilgeist. Und dieser Heilgeist ändert die Matchup alles. Ja, absolut. Weil die Bats könnte ja normalerweise nicht blockieren. Hast du die Interaktion gesehen? Ja. Der Ice Golem wollte die Bats blocken, aber da... Das war's. Der Fischer weg, das war's. Diego B gewinnt und damit ist noch nichts hier durch. Wenn Diego B auch das nächste Spiel gewinnt, dann ist hier für Liquid noch alles drin. Wir sehen jetzt hier erneut den Fischer von Diego B. Okay, ich schreibe Morten Twitter, weil es einer fünf Mal geschrieben hat, Freunde. Ihr müsst nicht immer alles aber nach. Doch, aber da können wir gleich drüber reden. Ja, ich fand's nicht eigentlich so nice. Ach, fandst du nicht so nice? Nee. Also, ist Meinungssache, so klar, aber wenn er sagt, okay. Es war ja nur ein Joke. Ja, gut, ja, okay. Pferde kommen aber hinten nicht in Dark Goblin. Oh, das war aber Fail von Labucati. Das war aber sehr Fail. So viel Damage am Start eines Games in so einem Matchup, das ist sehr ungewöhnlich. Also, das war gerade überhaupt nicht rein? Gut. Nee, alles gut. Ich setze nicht nur nichts, wo ich drüber reden möchte im Stream, ganz einfach. Ich finde es jetzt nicht so nice, darüber im Stream zu reden. So. Das ist für mich kein Tweet, den ich hier erwähnen müsste, weil es halt in keinem Zusammenhang zu diesem Event steht. Labucati. Meine Mauerbrecher am Start. Okay. Alter, krass. Das ist so viel Damage, den hier gerade Diego B gemacht hat am Start. Das ist echt ungewöhnlich. Vor allem in einem Matchup zwischen meiner Chip-Damage gegen meiner Chip-Damage. Beziehungsweise gegen meiner Lockbait halt. Aber. Okay, da kommt der Miner rein. Diego B Stack, das ist so eine neue Form von diesen Fischers Bait Decks quasi, die es damals gab. Diese Variante gab es damals noch nicht, weil damals das Skelett fast schwächer war und Co. Aber sie wurden auch damals schon so ähnlich gespielt auf jeden Fall. Okay, da kommt der Dart Goblin rein. Fischer ist da. Wenig. Hätte er überlebt, das wäre so krass. Alter, das sieht ultra gut für Diego B bereits aus. Guck's dir bitte an. Diego B hat hier eine ganz, 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 ganz saftige Lage. Ja, es sieht super gut aus. Es sieht super gut aus. Ich weiß gar nicht, wie gerade Labucati das comebacken will. Das wird super schwierig werden. Also wenn Labucati das schafft, noch zu comebacken, das wäre krank. Er hat halt einen Inferno-Tower. Das ist halt gar nicht gut für Labucati. Der Inferno-Tower ist halt ultra wasted in diesem Matchup. Also in diesem Match. Weil der Inferno-Tower bringt ihm halt echt nicht viel. Ja. Okay, da kommen die Bats rein. Ah, es ist teuer. Der Miner wird jetzt wieder connecten. Er hat nichts. Er hat höchstens Speedgobs jetzt noch. Und die reichen halt nicht. Die reichen halt absolut nicht. Alter, der Sepp ist da. Und das ist vermutlich das Spiel. Es reichen ein Miner und ein Sepp, so wie ich das sehe. Da versucht natürlich Labucati nochmal alles, um das zu blocken. Speedgobs kommen rein. Aber der Miner, den kann er ganz getrost mehr oder weniger connecten lassen. Und da kommt der Miner jetzt rein, wird hier geblockt tatsächlich, okay. Aber das Scannybird. Nee, noch nicht. Not done yet hier. Der Miner war aber auch ein bisschen schlecht platziert von DOB. Ja, das stimmt, der Miner war nicht so gut. Auf jeden Fall. Es sah so aus, als ob er ihn so richtig lange bereit gehalten hat. Mega Ritter hier rein. Mega Ritter und Bats. Kein Inferno im Cycle. Was möchte jetzt gegen diesen Miner? Labucati Unternehmen richtig. Wow. Sepp ist da, das war's. That's it, Diego B gewinnt damit 2-1 und alles ist noch möglich für Liquid hier. Ich hatte das Gefühl, Canario, der ist eigentlich so strong. Also, ich glaube, der hat zu wenig Möglichkeiten gehabt, auch diese Season sich im 1v1 so zu beweisen. Weil das eigentlich stimmt. Ist Canario absolut starker Spieler. Immer der stärkste 1v1-Spieler von Liquid. Also, Egor ist jetzt in letzter Zeit halt immer sehr, sehr stark gewesen, aber vor der Zeit von Egor und auch generell mit der Zeit von Egor war Canario trotzdem noch sehr, sehr stark. Der hatte
in der Season, in der zweiten Season, eine Winrate von irgendwie 93 oder 83%. Das war übelst, das war krank. Insane. Ja. Also, der Typ ist eine absolute Maschine. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Okay, er spielt ein geiles Fische. Ich glaube, es ist Lava-Fische. Ja, ich glaube, er spielt Lava. Ich glaube, er spielt Lava-Miner mit Fische. Schneeball kommt, okay. Es ist ein Hit am Turm. Gorda F ja. macht den Hit am Turm. Aber da kommt der Miner rein. Jetzt wird es interessant. Hunter ist am Start. Perfekte Skelette, perfekte Defense. Kein so guter Sepp hier. Von Canario. Und der Inferno, ja, wird nicht viel Schaden machen. Ich meine, ein bisschen Schaden ist es immerhin. Also, ja, ja, aber trotzdem. Hast, ich glaube, es war nicht worth. Du hast recht, es war nicht worth. Das Ding ist, das Matchup kenne ich. Das Matchup ist normalerweise eigentlich sehr gut für Canario. Weil das Ding ist, gegen einen großen Lava und Push kann RF nicht viel machen. Also es ist so schwierig für RF, einen großen Lava und Push zu verteidigen. Okay. Und okay, das ist jetzt natürlich... Kevin, okay, spielt den Baby. Er hätte es auch durchlaufen lassen können, er lässt es aber nicht durchlaufen. Ja. Interessant. Das war auf jeden Fall interessant, da hast du recht. Da kommt der Fischer rein, okay. Ja, den benutzt er einfach nur als... Als Kite, Opfer, ja. Quasi, als Distract. Ja, genau, als, genau, Distract. Einheit, damit der Baby-Dragon hier nicht den Turm angreift. Meiner kommt defensiv, okay. Er muss halt irgendwie diesen Inferno-Dragon blocken. Hatte dazu nichts im Cycle. Er bekommt es aber recht erfolgreich hin. Oh mein Gott, der Sepp! Guter Sepp, krank. Alter, das ist doch ein richtig guter Sepp. Komplett distracted. Ja. Er hat den gefühlt resettet einfach. Das war so krank. Ja. Und da sieht man es halt. Gott RF kann nichts machen gegen diese großen Lava-Pushes. Und jetzt kommt der nächste Lava. Und diesen Push, der wird wahrscheinlich den Turm holen. Außer... RF schafft es irgendwie zweimal den Hunter zu zeigen. Der Turm geht jetzt down von Canario. Genau. Aber RF hat jetzt nicht den Hunter hinten gezeigt. Und die einzige Möglichkeit eigentlich für RF das zu verteidigen, ist einen Hunter zu cyclen. Aber das kann er jetzt gar nicht mehr machen. Das funktioniert schon nicht mehr. Ja, da kommt zwar ein gutes Giant Skelly rein, klar. Und es ist so ein guter Stand am King Tower. Oh mein Gott. Oh, der Baby Dragon stirbt nicht. Der Baby Dragon stirbt nicht von der Bombe. Oh, und das ist. Der Sepp hat gerade dafür gesorgt, dass der Miner getankt hat. Und dadurch der Lava nicht down gegangen ist. Er wollte den Snowball eigentlich baiten, aber warte mal. Oh, warte mal, das reicht noch gar nicht. Wir haben davon geredet, der Turm ist komplett down, aber es ist er noch gar nicht. Miner kommt. Oh, der Fischer. Oh mein Gott, der Fischer. Oh. Der Miner macht. Es reicht nicht. Oh mein Gott, es reicht nicht. Gorda F gewinnt. Was ist denn da los? Und Gorda F BM vor allen Dingen noch. Oh mein Gott. Gorda F gegen Canario. Und wenn jetzt hier. God RF gewinnt, dann ist Space Station Gaming der Sieger dieser Partie. Wenn aber Canario gewinnt, ist weiterhin alles offen. Und wir sehen offenbar Lockbait gegen Lockbait, kann das sein? Ich hab, ja, das kann sehr gut sein, das kann sehr, sehr gut sein. Ich habe jedes Mal Eier flattern, wenn da eine Royal Delivery gegen ein Skelett fast gespielt wird. Okay, krass. Ja, ne, Canario, mit dem Timing. Canario hat sie jetzt einfach direkt gedroppt, geht auf Nummer sicher. Er hat es wegen dem Elixier gemacht, weil er nichts weiter spielen wollte, glaube ich. Und außerdem hat er dadurch auch nicht den Fall-Damage kassiert, aber das er hat halt ein Skelett ist halt connected. Deswegen. Ja, von daher war es einigermaßen even. Oh, perfekter Block von Canario, das war strong. Aber Gott, er hat das Holz. Hat er es im Cycle jedoch? Nein, er scheint es nicht im Cycle zu haben. Perfekter Ritter aber, der hier alles abklärt, da kommt das nächste Fass rüber, da hat er das Holz. Alter. Ja, stark beteiligt, okay. Ja. Also das wird ein krasses Spiel. Halt beide Spieler. Das Mirror-Match. Beide Spieler sind halt super, super gut. Und es ist halt wirklich ein... Ja, es ist ein Mirror-Match. Es wird auf einen Fehler hinauslaufen. Oh mein einen Gott. Fehler. Wer macht hier den ersten Fehler? Oder wer kriegt mit in der, wer schafft es, den ersten Play hier zu machen? Ich bin gespannt. Alter. Ich bin echt gespannt. Das ist echt die Frage. Das ist die Frage. Absolut spannende Partie, Freunde. Wir sehen hier God RF und Canario in einem kompletten Mirror. Und es ist auch nicht so ein Mirror wie, keine Ahnung, jetzt also noch von der Licht, aber Golem oder so. Sondern es ist wirklich ein Mirror wie Lockbit Mirror, ein sehr, sehr schnelles Mirror. Und, oder auch Friedhof ist genauso dumm. Das ist wirklich nochmal eine andere Geschichte. Je schneller der Cycle beim Deck, desto krasser wird das Mirror-Matchup, beziehungsweise desto interessanter. Weil die Leute müssen so schnell cyclen, es sind so viele Plays, die perfekt gemacht werden können, wo kleine Fehler gemacht werden können. Das Ding ist, bei einem Golem oder Graveyard ist es recht simpel, aber hier können halt so viele kleine Fehler am Ende dieses Game entscheiden. Und deswegen ist das Mirror-Matchup hier nicht mehr nötig gewesen, sehr interessant. Hast du recht, der ist halt wirklich. Es geht hier um 70 Schaden derzeit. Das ist halt ein Witz, das ist halt gar nichts. Ja, es ist wirklich nichts. Und es kriegt keiner gerade Damage. Beide teilen es jedes Mal flawless. Nicht mal das Skelett, das kommt dann schon. Oh, jetzt aber mal eine andere Defense hier. Okay, hat er 100 Schaden kassiert? Ist jetzt hier mittlerweile schon, muss man sagen, schon 200 Schaden entfernt. Weil bisher halt wirklich noch ansonsten gar nichts passiert ist, so ziemlich.
tankt hier der Ritter, da muss man aus. Oh, es sind jetzt aber zwei Spells hier raus. Wieder nicht viel gegen das Koboldfass hier. Richtig, das Koboldfass muss jetzt irgendwie verteidigt werden. Ha, jetzt langsam wird es aber ein bisschen herb. Das ist Damage hier. Jetzt summiert sich das Ganze. Das ist natürlich jetzt hier. Oh, sehr, sehr stark gespielt, aber auch perfekte Defense von RF. Und es ist Elixiervorteil, liegt bei RF hier. Also richtig. Er hat einen Ritter auf dem Feld und. Die Situation für RF ist derzeit deutlich besser. Oh, wieder. Er lässt wieder Schaden zu. Das ist nicht so schlau von Canario. Canario spielt das hier gerade deutlich schlechter. Also RF macht das hier perfekt und. Canario verliert die Nerven oder RF behält sie. Und ich wüsste nicht, welcher Fehler da jetzt noch passieren sollte. Das Ding ist, RF behält das Lock jedes Mal fürs Koboldfass. Beziehungsweise wirft das Lock immer nur in Situationen, wo er es dann auch wieder cyclen kann, wie zum Beispiel jetzt gerade, weil er genau weiß, jetzt kommt nicht direkt das Koboldfass. Und da hat er es auch gleich wieder im Cycle. Aber Canario hat in einigen Situationen Lock rausgeworfen, wo er es dann braucht. Okay. Das ist natürlich jetzt eine Menge Schaden nochmal gewesen, klar. Aber dafür kassiert er jetzt auch Damage. Richtig. Zumindest halt der Fallschaden, das ist ja auch schon etwas. Und jetzt ist wieder das Lock. Jetzt hat er also Canario nichts gegen dieses Fass. Also Canario macht immer wieder den Fehler, dass er... Das war jetzt aber auch ordentlich Damage. Also jetzt gerade werden die ein bisschen... Also ich muss sagen, es ist krass. Am Anfang hat keiner Fehler gemacht. Jetzt werden sie ein bisschen nachlässig hier, ja. Jetzt kommen hier kleinere Fehler, die halt am Ende entstehen. Aber ich glaube, RF kann sich das erlauben. Ich glaube, ja, RF wird das RF kann sich erlauben. Er braucht nur noch eine Dings-Connection von dem Ding da. Und die kommt. Das war's. Das Spiel ist over. Holz reicht aus. Das war's. Holz reicht aus und RF gewinnt das Spiel mit 2:0 gegen Canario, Freunde. Und damit ist hier Space Station Gaming der Sieger der ersten Partie heute Abend mit 3:1 und spielt morgen Abend gegen Tribe Gaming. Morten und Sam jetzt hier. Was ist das denn für ein Start, Alter? Direkt mal 3 Koboldfässer rübergeworfen. What the hell? Hast gesehen? Ja, das war ja komplett verrückt. 3 Koboldfässer, First Play einfach. Holy shit. Das habe ich so auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Also spektakulärer Start in dieses Match, Freunde. SK Gaming gegen Cream. Wenn SK heute gewinnt, dann sind sie morgen, also wenn ihr das auf YouTube seht, Sonntag, also heute, ja, Abend um 19 Uhr im Halbfinale gegen Misfits. Aber dazu müssen sie dieses Spiel gewinnen. Es ist ein Best-of-5-Set, wie auch gerade eben. Das heißt, wir haben einmal 2v2. Dann dreimal 1 gegen 1, also bis zu dreimal. Und dann haben wir noch einmal, wenn es hart auf hart kommt, das King of the Hill Set, Freunde. Also wirklich alles mit dabei. Okay, das... Der Sound ist so hart verbuggt, ich mach ihn lieber aus. Also der Ingame-Sound. Hast du den Ingame-Sound an? Nee, den hab ich nicht an. Achso, hast du nicht an? Hattest du doch letztes Mal immer an, oder nicht? Ja, letztes Mal hatte ich an, aber es hat mich jetzt auch... wenn er eh verbuggt ist... Der ist verzögert einfach, der ist gerade verzögert. Nee, der ist eigentlich nicht verbuggt, aber gerade ist er verzögert. Ja, okay, also man hört den einfach, der Packer, man hört die Packer... 5 Sekunden später wurde er gesetzt. Null. Okay, kein Problem für uns, weil wir haben ihn eh nicht an. Das heißt, Mega Ritter springt, okay. Und da kommt das Skellibill drauf. Ja, einige Skelette sind dran, okay. SK hat auf jeden Fall ein bisschen Damage gemacht, aber jetzt das Elixier recht low. Wie verteilt? Okay, sie haben eine Royal Delivery. Haben sie jetzt noch ein Spell? Oh, das ist Damage, das ist sehr viel Damage. Das ist ultra viel Damage, holy. Das war wirklich eine ganze, ganze Menge, die gerade hier... Aber insgesamt hat SK sogar noch mehr Damage gemacht an beiden Türmen. Das ist halt nice. Und das ist der Turm. Oh mein Gott, das könnte tatsächlich der Turm sein, fast, Alter. Es ist fast der Turm. Krass. 367 HP. Auf der anderen Seite haben sie auch schon, glaube ich, viel Damage gemacht. Das ist gut, das ist sehr gut. Und jetzt gehen hier die Jungs rein von Cream. Machen auch ein bisschen Schaden. Ja, oh, es ist auch eine Menge, ne? Frage ist, waren die Bats da worth? Sie haben jetzt halt einen Elixier-Nachteil. Ja, aber der Schaden auf der linken Seite ist dann auch schon enorm, ne? Ja. Also SK hat auch da bereits sehr viel Damage gemacht, was natürlich sehr gut ist im Endeffekt. Prinzessin jetzt auch nochmal dran gewesen. Skelett-Damage haben gerade einfach den Dark Goblin gekillt, das war auch nice. Ja. Eigentlich hat das Ding ist halt, Cream hat gefühlt SK gesniped, so gesehen. Also sie haben beide halt Baitex, aber Cream hat einfach noch den Packer gegen den Mega-Ritter, aber irgendwie. Bringt das denn gar nichts, weil der Packer eh so down geht von den ganzen Backup-Truppen von Dark Goblin, Musketeer und Co., dass der Packer überhaupt gar keine Value kriegt. Und das ist halt crazy. Und sie haben natürlich auch ist der Turm. Das ist jetzt natürlich der Turm hier. Ja. Weiß nicht, ob das so worth war, da noch immer so viel zu committen, aber sie haben die bessere Situation. Sie führen hier vom Damage her. Ja, richtig. Poison kommt, okay. Guter Feuerball, Megaretter am Start. Da kommt das Skelettfass rein, okay. Poison ist auch da. Ja,
kommt, okay. Also Situation bisher auf jeden Fall deutlich besser für SK. Deutlich besser für Morten und Sam hier. Oh, das wird jetzt auch wieder sehr, sehr viel Schaden werden. Gut. Aber jetzt haben sie natürlich auch mit dem Packer und so zu kämpfen. Was aber ich denke, das kriegen sie geklärt. Alleine Royal Delivery, überleg mal. Ja, wie viel Value kriegt ihr für die Royal Delivery? So ja. Insane. Diese Delivery macht es so krass hier. Für Sam und Morten ihr Defense. Skelettfass macht hier kein Damage, aber zumindest, also zumindest der Death Damage am Turm. Ja. Und der Megaritzer, der kann halt immer wieder geklärt werden. Das hat. Ich weiß nicht, diese teuren Karten sind gefühlt immer für SK, diese Option dann reinzugehen. Sie haben halt Doppel-Megaritter. Und klar, der Packer ist dann da von Cream, aber Doppel-Megaritter ist, glaube ich, auch sehr strong in der Defense. Genau so ist es. Aber gerade kommt SK auch nicht mehr wirklich durch, aber der Poison ist auf jeden Fall solid. Ja, sie haben jetzt auch nicht mehr so den größten Schadensvorteil, muss man auch dazu sagen. Also die Situation schwächt sich gerade so ein bisschen ab. Das war eine sehr, sehr gute Delivery, da ist gar nichts dran gekommen. Alter, die Princess ist einfach gleich. Die nächste kommt jetzt zurück. Die Princess macht so unfassbar viel Schaden die ganze Zeit. Alter, das ja, weil zwar... die können es, müssen es, oder sie wollen es ignorieren, weil es halt eh der King Tower ist. Aber ja. Jetzt kommt Skelette. Genau, jetzt muss langsam aber sicher natürlich irgendwas passieren da. Long Term macht die dann doch zu viel Schaden. Oh, da muss auch was kommen. Hallo? Oh, Schneeball kommt, okay. Boah, das Defensive Flawless mit den Skeletten. Oh mein Gott, jetzt ist die Situation super gut gerade für SK hier. Aber 14 Sekunden. Nur noch 14 Sekunden. Warte, mal, welchen Spell hat Creamer noch? Oh mein Gott, der Schneeball kommt. Aber es reicht nicht aus und damit gewinnt SK das erste Spiel. Was ist denn da los? Oh mein Gott, SK gewinnt das Spiel mit 175 HP. Alter, es ist schon wieder das gleiche Start. Es ist schon wieder der gleiche Start. Was ist das denn? Alter, WTF. Es ist exakt der gleiche Start, ein Möhr einfach. Sie spielen nochmal dieses Deck, WTF. Hä? Ich dachte gerade, es ist eine Wiederholung, aber nein, es waren wieder genau drei Koboldfässer, mit denen das Game startet. Ich fasse es nicht. Drei Koboldfässer, du musst sie auch immer auf der Hand haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Das ist ja gerade komplett random. Alter, vielen, vielen Dank, Hedi, für den Support. Ich werde es gleich vorlesen. Ganz dickes Danke, mein Lieber. Und wir sehen jetzt hier... Wieder die gleichen Decks. Junge, Morten und Sam machen die ganze Zeit diese Doppeltaktik. Einfach immer zwei Sachen an die Brücke. Das ist so crazy. Megaritter gegen Megaritter. Beide werden an der Brücke sein. Ja. Ich finde SK's Megaritter allerdings viel hübscher, weil der hat den goldenen Rücken. Findest du den goldenen Rücken nicer? Ich finde den goldenen Rückenpanzer nicer. Ich finde ihn gar nicht so. Also, ich finde ihn schon cool so. Aber ich finde den normalen Megaritter so in dieser normalen Farbe auch cool. Ja. Ja, ich glaube, da wird aber in Zukunft auch noch was kommen, dass da richtig geile Skins kommen, weißt du? Also nicht nur diese goldenen, sondern dass da... Delivery etwas zu spät, eine Millisekunde zu spät, ist natürlich belastend, da kassieren sie ein bisschen Schaden. Trotzdem sind sie, ähnlich wie im letzten Spiel, auch hier wieder in Führung, ne? Wieder in Führung. Ey, das Lock, ja klar, ich hab's gerade gar nicht erwähnt, weil so... Aber ja, das Lock hat gerade komplett den Dart Goblin nicht getroffen, das war ultra fail. Das war ultra fail hier von Ding. Und jetzt... Jetzt wird es interessant. Okay. Boah, das ist ultra viel Damage. Aber SK hat eben auch viel Damage gemacht und dadurch bleibt hier SK weiter in Führung. Ja, Yuri hat den Fehler gemacht. Genau, Yuri war das. Crazy. Ich dachte, ich hätte mal da einen anderen Lock-Fail. Wir haben das Ganze nicht. Ja, stimmt, Yuri hat ja auch gar keinen Lock. Ja, stimmt. Genau, das muss Diego I gewesen sein. Ja. Soll's ran? Okay, Megaritter ist da. Ja, es war halt ein Fehler, aber es war nicht so ein krasser Fehler, weil halt das Skelett fast ja trotzdem getroffen wurde. Also es war jetzt nicht so, dass es so ein krasser Fehler. Doppelbarrel kommt, Holz ist da. Oh mein Gott, das Holz schmeckt ja so anders vom Timing. Yeray und Diego I schaffen es mit einem Lock, beide Fässer einfach zu kriegen. Das war sehr, sehr stark. Der Inferno-Turm war natürlich jetzt nicht so schmackhaft. Aber das Lock wiederum war sehr stark. Es ist halt so stark mit diesen Decks. Jetzt hier die Princess am Turm, zwei Hits, das ist so krank. Das ist so viel Damage. Ja, absolut. Wenn sie das jetzt hier verteidigt bekommen, dann haben sie gewonnen. Oh mein Gott, es sieht danach aus. Es sieht danach aus. Das war's. Jetzt machen sie direkt auf der anderen Lane Druck. Ja. Und das reicht ja aus. Unglaublich stark gespielt von Morten Sam. Morten und Sam sind so gute Lock-Bait-Spieler und das kombiniert im 2v2 ist halt unschlagbar. Sergio Ramos sehen wir. Was ist denn das? Das erste Mal in dieser Season, dass wir Sergio Ramos hier wirklich in Action sehen. Ich bin gespannt.
Aber ich glaube, Sergio gewinnt das. Ich glaube, Sergio wird es gewinnen. Ey, das wäre so, geil, wenn jetzt Sergio Ramos einfach das Comeback in den Playoffs raushaut. Das wäre echt krank. Das wäre wirklich krank. Wild. Alter, wenn Sergio jetzt hier gegen Bellekin gewinnt. Holy. Sergio Ramos scheint hier Graveyard oder Royal Giant zu spielen. Ich denke Royal Giant wegen Highgeist. Ja, aber was? Warum Magic Archer? Das ist, oder ist das Royal Hawks? Royal Hawks eher, oder? Royal Hawks, stimmt, aber das kann sein. Royal Piglets, klar. Ja, klar. Royal Piglets. Ja, Royal Piglets. Oh mein Gott, der Predict. Ah, okay, der Heathbreed kommt aber. Ja. Ja, okay, das war solid, würde ich behaupten. Ja. Der Magic Archer wird auch noch ein bisschen Damage am Ritter machen. Genau, das ist ultra viel Schaden für Sergio Ramos. Ja. Und es ist gegen das Lockbait-Deck, glaube ich, auch recht solid, weil er hat erstens den Cage gegen das Skelettfass. Er hat die Royal Delivery gegen das Koboldfass. Er schafft es flawless gerade, ich muss sagen. Alter, das ist überzeugend bis hierhin. Das ist bis hierhin sehr, sehr überzeugend von Sergio. Vor allem hat Bellekin den Inferno-Tower. Und der Inferno-Tower bringt ihm hier nicht so viel, weil er gegen die Royal Hawks halt eben nicht so überzeugend ist. Ja. Genau so ist es. Ey, es war so stark gemacht, eigentlich der Bait von Sergio, dass er reingeht, dass dann, klar, dass dann die Royal Delivery oder der Heal Spirits, ja, das war strong gemacht eigentlich. Das Ding ist, in der Situation denkt man so, jo, das war gar nicht so geil, aber im Nachhinein ist es eigentlich echt gut gewesen. Und, Freunde, wir sehen die Seppis. Grüße gehen raus an alle, die gesagt haben, die Seppis sind schlecht. Sind bei mir immer noch sehr viele, die das geschrieben haben im Chat. Die Seppis sind nicht schlecht. Die Seppis sind in gewissen Decks sehr gut. Ja, die und sind solid. Klar, sie werden, es sind nicht die Metakarte Nummer 1, aber sie sind solid. Ja. Der Healgeist war ein bisschen fragwürdig. Ah, das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Ja, da hätte der Healgeist früher kommen müssen. Aber egal. Wenn Blicke töten können, würde Bellekin jedes Game gewinnen, echt. Der Blick von Bellekin, der ist kälter als die Arktis, als die Antarktis. Das ist aber der Turm. Das ist der Turm. Das ist jetzt vielleicht nicht das so. Das Problem ist halt, er hat keinen kleinen Spell, er hat nur die Royal Delivery. Ja. Was war das denn jetzt für eine Royal Delivery? Oh, der Heal Spirit gefailt. Das war das leider nicht halt nicht aus. So stark. Das war nicht so stark. Also, das Problem ist halt, das Matchup ist, glaube ich, auch nicht so easy für Sergio Ramos. Weil er halt eben nur die Royal Delivery hat und ansonsten keinen kleinen Spell. Aber das war auch nicht so überzeugend. Ich muss sagen, sein Magic Archer Placement, die Seppis da an der Brücke, habe ich auch gar nicht verstanden. War das ein Mistklick oder was war das? Also war leider alles nicht so überzeugend. Saint Bellekin gegen Sergio Ramos im zweiten Spiel. Skelette und Heilgeist am Start. Könnte jetzt hier Königsriese sein? Ja. Bei mir längst. Bei dir auch. Bei mir auch. Bei dir auch. Ja, jetzt geht's. 35, ja, 34, ja. 33, 32, ja, 31, 30, 29, 28. Ja, wir sind gleich. Okay. Perfekt. Guter Feuerball hier, muss man sagen, von Bellekin. Okay. Einige haben noch geschrieben, warum lassen sich Sergio ran? Sergio wird sich sehr lange für dieses Spiel vorbereitet haben und Sergio ist auch einfach ein Überraschungsfaktor. Die anderen Teams erwarten ja jetzt nicht, dass hier ein Sergio Ramos direkt im ersten 1v1 aufgestellt wird. Ja, das erwartet niemand. Und das ist halt der Vorteil in dieser Situation, dieses Überraschungsmoment plus Sergio wird sich auch sehr dafür vorbereitet haben. Also ich abwarten, shit. Das Game gerade war nicht optimal, aber ich glaube, da kann jetzt auch ein sehr starkes Game von Sergio kommen. Ja. Abwarten. Definitiv. Okay, da kommen die Royal Hawks. Jetzt rein. Boah, ich weiß nicht, ob das Matchup gut wird. Also, wenn da jetzt ein Royal Giant kommt, wird es schwierig für Sergio. Er hat zwar den Cage, aber das wird trotzdem Damage sein. Boah, das ist unglaublich viel Damage. Fall einiges hier gewesen. Also, ich muss sagen, ich bin nicht so überzeugt von den Decks, die Sergio spielt. Das Ding ist, diese Seppis-Decks funktionieren zwar, klar, Royal Hawks Seppis ist aber nice, auch noch mal aber... nochmal das gleiche zu spielen, ist halt auch wieder fragwürdig, ne? Ja, genau. Er spielt es jetzt halt zum nächsten Mal hintereinander. Und das hat ja gerade nicht funktioniert, weil er failed hat, weißt du? Er hat gerade unkonfidente Fehler gemacht einfach. Und dann das nochmal zu spielen, das ist eigentlich nicht so der Play to go. Das ist echt kritisch tatsächlich, ja. Hier auch wieder die Seppis kommen halt, also der Seppi stirbt halt weg, der eigentlich so wichtig gewesen wäre, um den Royal Giant zu stunnen. Und vor allem, Bellekin hat dann auch die perfekten Antworten. Er hat Feuerball, ja. Er hat Lock. Also ich glaube, das Matchup ist sehr gut für Bellekin. Versteht mich nicht falsch. Das Matchup ist nicht gut für Sergio, aber ich verstehe nicht ganz, warum das Deck gepickt wird. Richtig, wenn es eben schon nicht geklappt hat. Also es ist dann überfragwürdig, wenn du im ersten Spiel zurückliegst und dann nochmal das gleiche Deck pickst,
mit denen du bisher nur verloren hast, auch wenn es nur ein Spiel war. Vor allem das Matchup gerade eben war ja nicht so, so mega schlecht. Also der Start war auch sehr, sehr gut. Ein kleines Spell, nur einen Spell hatte, war halt Problem. Er hat halt einen Spell gehabt und er hat einen Fehler gemacht mit einer zu aggressiven Offensive, wo er dann kein Elixier hatte. Aber das jetzt hier ist halt ein grauenhaftes Matchup. Also das ist halt wirklich nicht gut für ihn. Das kann er eigentlich kaum gewinnen. Da kommt jetzt das Lock ein. Guckt es euch an. Damit ist tatsächlich wieder alles offen. Und das zweite Set, das geht hier an Cream. Cream gewinnt das zweite Set mit 2-0. Saint Belly geregelt hier. Und damit plötzlich wieder alles offen hier. Sam jetzt gegen Pedro, Freunde. Jetzt geht's aufs Ganze. Wenn Sam hier verlieren sollte, dann lässt das eine ganz, ganz herbe Last aus den Schultern von Morten. Das wäre nicht... Oder Javi, als oder, könnte er auch. Aber das ist... Ja, man muss sagen, fairerweise, man muss sagen, nachdem wir jetzt Sergio gesehen haben, kann man es nicht ausschließen. Ist zwar davon auszugehen, dass Morten spielt, aber da wir gerade auch Sergio gesehen haben, was auch niemand erwartet hätte, wollen wir jetzt nicht ganz ausschließen, dass Javi auch noch spielen könnte. Aber ziemlich wahrscheinlich Morten auch aufgrund dessen, dass Javi in den letzten Monion-Spielen nicht so stark performt hat. Das stimmt. Deswegen, ich denke auch, dass es... Okay, jetzt, wir sehen hier wieder das Lockbait-Deck. Dieses Lockbait-Deck wird so viel gespielt. Das ist krass. Ja, das ist das Meta-Deck Nummer 1 neben diesem Royal Giant-Deck. Ja. Diese beiden Decks hier sind zwei der meistgespieltesten Decks, die wir aktuell so sehen. Und ich glaube, der Fernschau wird sehr, sehr, sehr stark in diesem Matchup sein, weil Petro hat kein Reset. Er hat einen Feuerball und einen Lock. Er hat allerdings Bats, mit denen er den Fernschau distracten kann. Er hat Skelette, Fischer und so weiter, womit man den Fernschau auf jeden Fall distracten kann. Aber... Ich glaube, das kann Sam auf jeden Fall auch gewinnen, verteidigen. Das kann Sam auf jeden Fall hier holen. Okay, nice. Und er hat Feuerball. Auf jeden Fall schon mal einen Schadensvorteil. Ja, ich glaube, Petro hatte erhofft, dass er dann Hunter-Hit gerade kriegt. Hätte er auch bekommen, aber da war noch das Skelett fast. Wir sehen jetzt gleich... Fischer, okay, Fischer von Petro. Und Sam spielt jetzt aber genau mit dem Inferno-Turm, hast du ja schon angesprochen. Aber was meinst du jetzt, ist die letzte Karte? Ist das hier die Princess in dieser Variante oder ist das jetzt wirklich mit Rocket einfach? Ich würde sagen, es ist tatsächlich... Ja, nee, Delivery. Ist es die Delivery? Okay, es ist also ein bisschen anders. Es ist nicht die Variante, oder ist das die Variante? Ja doch, es ist die Variante, genau. Es ist die Variante, die wir auch sonst gesehen haben. Es wunderte mich nur gerade so, weil die Kartenreihenfolge was anders war. Ja. Er hat aber zwei Fischer jetzt, alter Spiele. Ja... Und das ist jetzt mächtig. Das ist jetzt ganz mächtiger Schaden für Pedro. Drei Hits sind es. Oh, vier sogar. Vier Hits vom Royal Giant. Alter Besen. Das ist natürlich extrem unsatisfying einfach. Unzufriedenstellend für Sam. Und da sieht man halt, was für ein Problem der Fischer in diesem Matchup darstellt. Weil der Fischer einfach so strong hier ist, um Karten zu distracten, um halt selber den. Wenn man den Fischer halt schafft zu stacken, dann haben die Gegner meist unglaubliche Probleme. Und das war jetzt gerade der Fall. Da waren zwei Fische auf dem Feld. Sam konnte nicht mit dem Fernentor verteidigen. Krass. Ja, absolut. Okay, da kommt das nächste Kohlfass rein. Oh mein Gott, das war close. Er geht jetzt auf die andere Seite in der Situation. Aber jetzt kommt er wieder an die Brücke, gell? Okay? Oh, der ist dran. Der macht guten Schaden, ja. Da hat sich Pedro einiges an Schaden erlaubt hier. Also zuzulassen. Okay, da kommen jetzt so die Bats dann. Auch da die Defense recht ja, wie soll man sagen, unzureichend. Holz kommt, das okay. Nicht, das reicht überhaupt nicht, da kommt er nicht durch. Alter, das war gar nicht so gut von Pedro hier. Da hat Pedro seine offensiven Möglichkeiten ein bisschen überschätzt. Gute Skelette, Ritter noch. Nächstes Koboldfass. Gutes Koboldfass. Ja. Auch hier den Hunter gedodged. Also das macht Sam gerade super stark. Er hat gerade einfach prediktet, dass der Hunter dagegen kommt. Super strong von Sam. Das war wirklich super strong, ja. Da kommt der nächste Royal Giant. Oh, der Inferno-Turm. Oh mein Gott, aber das Dog hat gecarried. Ah, nein, die Bats! Oh mein Gott, die Bats, der Fail! Die Bats, der Fail of Doom! Pedro gewinnt! Oh mein Gott, wie bitter! Was ist das denn? Aber der Inferno-Turm war halt auch minimal Fail. Das Ding ist, Sam hat es ein bisschen unerwartet. Sam neigt dazu, dass wenn er einen kleinen Fehler macht, der ihm das Game kostet, ein bisschen zu tilten. Okay. Und ich hoffe, dass es nicht passiert. Wir werden es jetzt gleich sehen. Mal schauen. Wir sehen jetzt hier erstmal Lockbait Mirror. Was ist das? Wir hatten es heute schon mal gesehen. Wir haben es gerade angesprochen. God RF und Canario hatten genau dieses Matchup und dort hat God RF das Ding recht sicher für sich entscheiden können. Auch hier wieder, wir haben es gesehen, ich habe eine Kopfbewegung gesehen. Die Luftpost etwas zu spät. Ist kein großer Fehler. Aber es sind halt auch wieder ein paar hundert Schaden.
die halt jetzt gerade Pedro nicht kassiert hat. Ja. Aber jetzt ist Kohlfass, kommt durch, ja, okay. Ja. Es ist der Anfang. Aber das sind auch so, das ist halt dieser kleine Unterschied vorhin gewesen bei RF gegen Canario. Genau in diesem Match, da haben wir genau das gleiche Szenario gesehen. Und da hat RF gewonnen, weil eben diese kleinen Fehler nicht gemacht hat. Und ich hoffe, dass Sam sich jetzt hier, oder dass hier jetzt nicht mehr vorkommen wird. Aber es war wieder das Gleiche. Es sind wieder die Skelette. Das sind diese paar Hits, die halt nicht passieren dürfen. Sam muss sich jetzt hier in den nächsten Defensiven dazu raffen, dass er das flawless verteidigt. Also richtig. Sam weiß das auch, dass das gerade nicht optimal ist. Und ich glaube, wenn Sam das Game gerade gewonnen hätte, wären diese beiden Royal Deliveries perfekt. Warum würde es nicht passiert, ja. Das ist halt, aber mal gucken. Ich glaube, Sam braucht ein bisschen und dann wird er das Game hier auch richtig, richtig stark spielen. Ritter kommt. Doc, ja, okay. Das jetzt hat er das Koboldfass, aber er hat halt die Royal Delivery. Kommt doch zu spät, oder? Nee. Oh nee, okay. Gerade so richtig, just in time. Ey, man sieht immer diese Animation, ist so spät von der Karte, dass man denkt, dass es zu spät kommt. Aber es war echt. Gerade schon wieder einen Herzklopfer gehabt, aber nee, alles noch. Okay, Petro macht das hier mit einem Dart Goblin, okay. Skelette ohne Lock oder so verteidigt, stark gemacht. Ja. Jetzt Lock aufs Kobold-Fass. Okay, Lock kommt, aber extrem viel Schaden hier wieder kassiert. Und Leute, die Situation, ihr seht es hier, ist absolut gar nicht gut gerade für Sam. Er hat ein bisschen Schaden auf beiden Seiten gemacht, aber 700 Schadensvorteil für Pedro auf der linken. Das ist ganz, ganz fatal im Match ohne Spells. Es ist halt genau das, was wir vorhin bei RF und Canaro gesehen haben. Es ist genau der gleiche Verlauf. Einer von meinen Spielern macht keinen einzigen, auch nur kleinen Fehler. Das ist in dem Fall leider Pedro. Und einer macht keine großen Fehler, aber so diese Mini-Interaktionen. Die summieren sich komplett. Die halt sich summieren. Und das ist genau die gleiche Situation. Das war genauso bei den vorhin bei RF gegen Canaro. Genauso lief es ab. Genauso lief es ab. Und jetzt ist es halt sehr, sehr schwer für Sam nochmal in eine Situation zu kommen, wo er einfach nicht. Oder wo er einfach jetzt mehr Schaden macht und keinen Schaden zulässt. Er muss dann jetzt einen 1000 Schadensnachteil aufholen. Und das ohne großen Zauber zu schaffen, ist halt sehr, sehr schwer. Da muss jetzt Pedro schon wirklich einen herben Fehler machen. Ja, also wie gesagt, Pedro muss einen Fehler machen. Das eigentlich ist es unmöglich, das jetzt aufzuholen, wenn beide Spieler perfekt spielen. Aber es kann sein, dass Pedro noch einen Fehler macht. Pedro muss hier noch. Wir müssen auf einen Fehler hoffen von Pedro. Okay, da kommen jetzt hier. Der Inferno schon rein von Sam. Leider wurde der Dark Goblin nicht geblockt. Dadurch ist Sams Dark Goblin down gegangen. Das war ein bisschen bitter. Oh, die Skelette, die Goblin machen auch einfach jetzt. Das ist jetzt wirklich Tilt. Also da merkt man, das ist Tilt. Das passiert einem Sam, der Platz 1 global finisht, passiert das nicht. Das passiert einem Sam, der tiltet von diesen ganzen kleinen Interaktionen ist. Ja. Und er weiß, dass das Ding zu comebacken annähernd unmöglich ist. Es ist halt so ärgerlich, weil es ist dieses erste Match, wo dieser kleine Fehler am Ende passiert. Das erste Match hat Sam so stark gespielt, der das Game so weggetriggert. Und jetzt triggert hat das, man merkt es wirklich, diese kleine Guck mal, lass mal nochmal hier schauen. Es ist wieder Damage. Man kann da auch keinen richtigen Vorwurf machen. Pedro spielt halt super stark, aber trotzdem ist es natürlich letztlich. Es ist ein Weltklasse-Niveau. Aber auf diesem Weltklasse-Niveau dürfen halt solche Fehler halt nicht passieren, wenn man gewinnen möchte. Richtig. Das reicht auch nicht aus, da kommt die Delivery rechtzeitig, aber. Es ist wirklich genau wie bei Canaro und Pete. Es ist 1:1. Das ist der gleiche Verlauf vom Spiel. Aber warte mal, das war gerade ein Fehler. Oh, Holz und Delivery kommen. Warte mal, der Ritter wird geblockt, Oh mein Gott, der Ritter wird geblockt, das war's. This is it. Aber nochmal ein kleiner Fehler am Ende von Petro. Der hat das Ganze noch ein bisschen spannender gemacht, als es aber ändert nichts. Das ist 0:2. Das ist 0:2 und jetzt liegt SK ja 1:2 hinten. SK liegt 1:2 hinten. Und das wird jetzt ultra, ultra schwer zu comebacken. Wir sehen Skelette und wir sehen Schneeball. Das könnte Ballon sein, jetzt erstmal so von den Karten. Valkyrie, ja, es wird vermutlich Ballon sein. Guck mal, Valkyrie. Das Einzige, was es sein könnte, wäre Friedhof, aber ich glaube. Doch, es ist Friedhof, oder? Nee, es könnte immer noch beides sein. Es sieht aber, ich glaube, eher Friedhof. Sieht eher nach Friedhof aus, ja. Der könnte jetzt auch direkt hier reinkommen. Macht er aber wahrscheinlich nicht, wäre, glaube ich, zu aggressiv, genau. Okay, Bombenturm von Yirai. Ja, es ist Friedhof. Yirai spielt nur Damage Deck. Ich glaube, Morten, wenn es so ein Damage Deck ist, hat Morten Matchup. Weißt du warum?
Warum? Er hat die Bogis, die super krass sind, und er hat das Megalakai gegen den Baby-Ding. Ja. Oder den Inferno-Ding, okay, noch besser sogar. Wobei, vielleicht auch nicht noch besser, auch gut, aber nicht unbedingt noch besser. Okay. So, jetzt kommen die Bogis rein und jetzt wird der Fiedelfeld an den Flawless gedefft, ne? Ey, guck die andere Seite an. Oh nein, jetzt sind die ran, jetzt sind die Kobold ran. Oh nein. Oh mein Gott, das ist so... Aber guck andere Seite, guck den Inferno-Turm, den Inferno-Dragon. Er hat den Turm, er hat den Turm, er hat den Turm, kein Endum-Cycle. Yiwei, oh mein Gott, man hat ihn komplett... Oh mein Gott, let's go, Junge. Yiwei hat overextended, diesen Inferno-Dragon nicht beachtet. Und Morten nutzt die Chance, sie wirft nochmal den Schneeball, um den Turm zu slowen. Und das erste Das Game sieht ultra gut aus, das sieht perfekt aus. Wie wird, also erzähl mir als erfahrener Graveyard-Spieler jetzt bitte. Gar nicht, jetzt, gar nicht. Also ohne einen Riesenfehler von Morten, kann man das comebacken? Kannst du nicht comebacken, wie? Er kommt schon so sehr, sehr schwer nur durch. Die King Tower Activation hätte das Matchup in seine Richtung gedreht, aber dadurch, dass jetzt der Turm down ist und das No Damage Deck ein sehr, sehr control-lastiges Deck ist, das ist kein aggressives Deck, womit du einen Turm auf 1-1 gehst oder so. Das ist ein Deck, du kontrollierst das Spiel, ja, du gehst nicht aggressiv und... Dann baust du irgendwann so einen übermächtigen Push-Off ohne Cycles der Graveyard durch. Beides wird nicht funktionieren. Das fühlt sich, also dieses Spiel fühlt sich gerade nicht wie Zähler an, weil das ist ein Fehler. Das kann hier eigentlich nicht passieren. Eigentlich kann es schon passieren so. Weil er hat eigentlich eine gute Idee. Mit der Valkyrie, mit dem Ritter und dem Nado hatte er eine gute Idee. Aber er hat dann einfach diesen Inferno-Dragon missachtet. Das war sein Problem. Also, du hast schon recht. Es war auf der einen Stage jetzt schon sehr gut gedacht, aber es war halt dann schlecht umgesetzt. Ja, aber es ist meiner Meinung nach, darf in den Playoffs in der CL sowas nicht passieren. Das ist so ein krasser Fehler gewesen. Er muss ja auf sein Elixier achten, so weißt du, klar. Ja, klar, logisch, stimmt schon, klar. Das war schon ein wilder Fehler. Er muss es ja im Auge haben, so, keine Ahnung. Ja. Schon heftig. Aber das ist halt ein Unterschied zwischen einem Morten, einem Labukati, einem RF, die gerade so on fire sind, und dann anderen Leuten, die halt solche Fehler manchmal machen. Weißt du, das ist ja nicht Zufall, dass das jetzt nicht Morten passiert, sondern dass das Yiwei passiert. Morten spielt jetzt das Lockbait-Deck und ich glaube... Okay, nee, Yiwei spielt keine Royal Giant. Ich hatte gehofft, dass vielleicht ist es das gleiche Matchup wie bei Sam gerade ist, aber es ist nicht das gleiche. Yiwei scheint Ballon zu sehen, ja. Ja. Zu spielen. Zu sehen, man kennt's. Da kommt der Fischer rein. Gut für Morten. Morten hat Inferno Tower. Und vor allem, Yiwei hat keinen kleinen Spell mehr, oder? Hat er nur einen kleinen Spell? Oder hat er noch das Lock? Aber selbst wenn, er hat kein Reset gegen, oh mein Gott, wenn er nur einen kleinen Spell hat, dann wäre es ja fatal für Yiwei. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, er hat nur Snowball. Das ist das Ballon, das ist das Deck mit Riesenskelett. Ja, ich glaube, das ist, nicht Riesenskelett, aber statt dem Riesenskelett Eisgolem. Also ich glaube, das ist das Ballon, Riesenskelett, nur Deck mit Eisgolem statt Riesenskelett. Weißt du, was ich meine? Schneeball statt Sepp, ja. Das die letzten beiden Karten sind Ballon und die Delivery. Er hat immerhin die Delivery, das heißt, er hat einen zweiten kleineren Spell, der aber jetzt auch nicht die optimale Lösung, sag ich mal, im Vergleich jetzt zu dem Block oder so, für das Koboldfass ist. Das Deck wird auch sau viel gespielt. Das ist eins der, wenn man Fischer-Decks googelt, ist das, glaube ich, das 5-Deck meistgespielte Deck oder sowas. Das wird auch super viel gespielt. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr strong. Und das Ding ist halt, dass man einerseits eine sehr starke Offensive hat mit Bats, Miner, Ballon und andererseits eine sehr starke Defensive mit Hunter, Ice Golem, Royal Delivery, Snowball. Und das ist halt diese krasse Kombi an diesem Deck. Aber ich glaube, dass Morten auf jeden Fall mit dem Inferno-Tor gute Antwort auf den Ballon hat. Auf jeden Fall. Dass er auch offensiv gute Möglichkeiten hat, den Gegner zu outcyclen. Und der Snowball ist manchmal auch nicht optimal. Plus, es ist schwierig für Yiwei, das immer perfekt zu timen mit Snowball und Royal Delivery. Da muss er aufpassen. Ja. Also, kommt darauf an. Wird Yiwei hier Fehler machen in der Defensive oder wird er das Flawless verteidigen? Und wie wird Morten es schaffen, die Bats zu umgehen an der Brücke, die den Inferno Tower dodgen sollen, und so den Fischer und so weiter. Also, es wird sehr interessant, das Spiel. Kleiner Lektor. Das wird eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Der Fischer macht ein bisschen Faxen hier. Oh mein Gott, das war jetzt nicht optimal. Okay, Lock kommt rein, Lock und Miner. Was ist jetzt auf der anderen Seite los? Oh, das ist wiederum jetzt sehr viel Schaden, den Morten ja auch macht, ja. War gut gedefft von Yiwei. Ich dachte, das wäre deutlich mehr, aber das hat Yiwei gut gespielt. Hätte Morten dann anderes Koboldfass Placement gewählt, hätte es eventuell noch mehr Damage geben können, aber das war stark gemacht von Yiwei. Ja. Absolut. Jetzt kommen Loon und der Ice Golem rein. Inferno Turm ist am Start.
Luftpost drauf. Ja, aber wieder guter Schaden hier. Wieder guter Schaden. Der Schneeball kommt. Schneeball reicht nicht aus, um die Longbombe dran zu bringen. Ganz, ganz wichtige Nummer. Fischer zieht sich hier an den Turm, macht aber auch keinen Hit mehr. Aber die Situation ultra ausgeglichen. Es kann alles in diesem Spiel passieren. Es wird ultra, ultra spannend werden. WTF. Das ist guter Schaden. Das waren 200. Let's go. Das waren 200. Das war dieses minimal zu spät. Dieser kleine Fehler jetzt hier von Yuri, der ja wieder Damage bringt. Also das, das Ding ist, würde Yuri das gerade flawless verteidigt haben, dann würde das jetzt hier gut für Yuri aussehen. Aber jetzt ist es wieder gut für Morten, weil er halt wieder dieses bisschen Chip bekommt. Und jetzt kann Morten wieder reingehen und wieder reingehen und immer wieder. Jetzt kommt, super stark. Super stark, das Ritter und der Dark kommt überleben noch. Oder nee. Oh mein Gott, der Ritter! Oh, der Ritter sagt, oh nein! Der fokust den Turm so gut! Das ist so viel Damage, drei Hits. Oh mein Gott! Das ist richtig gut für Morten. Das könnte das 2 zu 0 sein im vorletzten Set. Jetzt wird Morten Skelett. Nee, okay, er braucht Fernand Tower Dief. Okay, warte mal, was passiert hier jetzt? Oh, das ist eine gute Frage. Oh nein, 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 das wird close, das wird so close. Oh mein Gott, Digga, das wird. Nee, ja, das reicht, glaube ich, oder? Er hat alles in der Defense. Er hat alles in der Defense auf ganz easy. Guck's dir an, das war's. Das war's. Das war's! Morten gewinnt das Schnee. Nee, noch nicht. Snowball kommt noch. Aber Morten schreibt. Aber er sieht gut aus, es sieht so gut aus. Er müsste gewonnen haben. Er kann Hölzer cyclen. Er hat gewonnen. Nee, er hat nichts gegen das Kugelfass, oder? Das war's. Morten gewinnt 2 zu 0. Damit SK Gaming back in business, Freunde. Und jetzt geht es ins alles entscheidende Set. Es könnte schon wieder nicht spannender sein. Diego I jetzt hier gegen Javi. Entscheidendes Set, Freunde. Javi ist ja aufgestellt für SK Gaming als erstes. Und wir haben jetzt hier Diego I auf der Seite von Cream. Das X-Boom. Das ist. Ah, nee, es ist Graveyard. Es ist wieder dieses Graveyard-Deck. Oder Ballon. Oder Ballon. Stimmt, oder Ballon. Hast recht. Nee, es ist Graveyard. Okay, jetzt sieht wieder nach Graveyard aus. Okay, krass. Das Deck scheint super strong aktuell zu sein. Habe ich wie das jetzt tatsächlich auch. Ballon kommt rein. Das ist das Placement, wo der Cage nicht pullen wird, oder? Ja, genau so ist es. Aber der Inferno Dragon regelt das. Es ist also das gleiche Deck von Javi, was auch Morten gerade gespielt hat. Ey, das ist gerade so gut für Javi die Situation. Ja, spielt er ein Poison drauf, ist die Frage. Er macht es nicht. Okay, Bogi ist noch an der Brücke aggressiv. Ah, der Schneeball ein bisschen misslich. Muss man sagen, hätte der ein bisschen, wäre der ein bisschen früher gekommen, hätte der Hunter Hit verhindert. Aber warte mal, guck mal aufs Elixier. Ja, okay, hat aber die Bats. Ja, es geht klar, es passt. Boah, das war so ärgerlich, weil er hatte eigentlich so viel mehr Elixier. Er hätte eventuell ein Poison drauf spielen können, statt die Bogis, weißt du? Das wäre vielleicht ein Weg gewesen. Ich weiß nicht, was er anders hätte machen können. Aber genau in der Situation, ich glaube, er hätte deutlich mehr Damage rauskriegen können. Auf der anderen Seite, ich hatte so mit den Bogis. Die Bogis waren, sie waren okay so. Haben eine Delivery rausgeforst, von daher war es fein. Und der Schneeball war eigentlich auch nicht so schlecht, weil er hat dafür gesorgt, okay, der Hunter stirbt eh in der eigenen Hälfte von Cage. Und er slowt den Turm, er resettet im Optimalfall, was er halt leider nicht geschafft hat. Und da lag das Problem, den Hunter, aber leider nicht geschehen. Ja, ich fand, der Snowball kam ein bisschen zu spät. Ich fand, wenn der Snowball früh gekommen wäre, dann hätte es nice sein können. So war es halt nicht so geil. Vielen Dank einfach an 7000 Zuschauer, WTF. Ganz dickes Danke. Alle mal bitte, alles hast du bitte. Clash Royale ist tot, Emote in den Chat. Es ist wieder soweit. CR ist tot. Keine Socke interessiert sich mehr für Clash Royale eSports. Du siehst wieder 7000 Zuschauer. Tot. Die Bogenschützen werden so stark sein in diesem Matchup, weil. Weil Diego I kann ihn intern nicht clearen. In der Offensive. Er kann sie nur defensiv mit der Royal Delivery clearen. Ja. Aber er kann sie offensiv halt nicht clearen. Und das ist halt so ein Vorteil. Genau so will ich den Chat sehen, Freunde. Clash Royale ist tot. Das Spiel hat keine Zukunft. Oh, Hunter läuft aber raus. Ja, läuft raus. Nein. Nicht beide Boogies hitten. Oh, beide Boogies hitten. Einen läuft sogar noch weg. Jetzt könnte es kritisch werden. Jetzt könnte es. Oh, guter Snowball von beiden Spielern. Der von Javi. Aber war gut für Javi. War sehr gut. Das wird keine Win. Alter, war nur eine close Angelegenheit, aber klar. Ja, aber es war halt kein Snowball verfügbar. Also, Kiwi konnte das jetzt nicht mehr supporten, sagen wir mal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt muss ein guter Valkyrie nach rechts kommen. Genau, perfekt. Guter Miner. Alter, der Fischer pullt sich einfach die Bogenschützen raus. Oh, warte mal. Und das könnte jetzt kritisch werden. Er muss seinen Snowball darauf hauen. Trifft nicht alle Bats. Der Inferno Dragon geht nicht down. Das ist sehr, sehr gut, dass der nicht down geht. Aber trotzdem. Er laut da jetzt einfach an die Bombe, ne? Das weiß nicht, ob die Bogenschützen so geil platziert waren. Nee, das waren sie definitiv nicht. Hätte sie auch einfach eher in die andere Lane spielen können. Ja, zum Glück geht der Hunter jetzt down. Das ist schon mal wichtig, dass der Hunter jetzt down ist. Ja. Inferno Dragon fokussiert hier den Ice Cream. Jetzt muss ein Cage kommen plus ein Snowball. Er muss jetzt einen richtig geilen Cage bringen. Jetzt ein Snowball, der. Oh, es ist ein Hit. Das war's. Oh mein Gott, wie bitter. Das war's. Das war's. Erste Runde für Javi. Leider, leider. Spiel vorbei. Warte mal. Oder? Nee. Noch nicht. Es reicht der Snowball-Cycle. Ja,
Aber er wird halt. Aber er kann diesen Sobo jetzt nicht auf der offensiv werfen. Wobei, doch, er hat die Delivery. Er hat die Delivery. Ja, er hat die Delivery. Das ist so krass. Das ist so krass. Der Hunter, aber nicht so resettet. Der Hunter resettet. Hallo? Hallo, der Hunter? Warte mal, er hat wieder den Miner predicted. Das ist noch nicht durch hier. Lieber Kyro, weil jetzt halt. Ah, das reicht. Aber jetzt kriegt die Ballon, wird dann nicht Faust verteidigen können, oder? Doch, mit Schneeball. Weil jetzt kommt ein Snowball von sich. Oh, mein Gott, Alter. Ich hatte echt noch Hoffnung, dass das werden könnte, aber leider nicht so vieles. Warte. Hey, oh, warte, hey. Ist der Turm? Halt's Maul. Wie hat er das geschafft? Hey, hey, what? Wie hat er das denn gerade geschafft? Er geht all in mit dem Snowball offensiv. Schade. Schade, nice try. Alter, schade, oh mein Gott. Der Friede war halt super risky, aber er musste ihn langsam spielen, weil noch in meiner zu predikten, das wäre sehr riskant geworden. Der Ausgang des Spiels ist diese Defense von Javi in der Situation, in der letzten Situation, nicht würdig gewesen. Das hat Javi super geil gedefft und das wird einfach dadurch, dass er verloren hat, wird es aber einfach zu wenig appreciated, wird unter den Tisch gekehrt, sag ich mal. Und dadurch, ja, guter Heilgeist, es ist wieder dieses Lockbait-Deck. Wieder dieses Lockbait-Deck. Ja. Es ist krass, wie viel dieses Deck gespielt wird. Es ist wirklich was insane. Genau spielt Sam? Das ist eine gute Frage. Sieht nach Bridge Fam aus. Ja, aber mit dem Kuba-Käfig? Ja, das wohl ja. hat vorhin noch auch Sergio Ramos zweimal gespielt. Also der hat er ja die Royal Hawks-Variante auch mit ja, aber Käfig. Das ist jetzt auch mit Egos und so, ne? Und Banditen. Das ja, war ja, es vorher. Sieht nach Bridge Fam aus. Es sieht nach Widerreiterin aus, muss ich sagen. Ja, okay. Ja. Oder vielleicht sogar auch die Royal Hawks. Ich weiß es nicht, aber. So wie wir Sam kennen, könnte es sogar Royal Hawk sein, aber das es stimmt. Sieht nach, auf jeden Fall nach irgendwas Bridge Spam-artiges aus. Mega Ritter, lol. Mega Ritter, vielleicht Mega Ritter Royal einfach. Weil jetzt nichts gegen das Fass. Und da kommt so ein Inferno-Turm. Oh, give it to Daddy. Und der oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber warte mal, was hat er jetzt, um vielleicht reinzugehen? Guter Healgeist. Er wartet erstmal, okay. Jetzt ist das Holz raus. Jetzt ist nur noch die Delivery am Start. Wie viele Elixier hat Sam gerade mehr, bitte? Er hat ultra viel mehr. Aber er kann es anscheinend nicht usen. Was ist seine Karte, die letzte? Was ist die letzte Karte? Wird safe, werden safe die Pickets sein, oder? Es ist sehr schwer zu sagen. Pickets oder Mitarbeiterin? Warum geht er nicht Rambok? Rein gerade? Das habe ich mich auch gefragt. Es war eigentlich alles raus. Es könnte auch sein, dass es Rambok ist und er deswegen nicht reingegangen ist, weil das dann wiederum. Also die Frage ist halt genau, welche Karte wollte er jetzt halt rausbaiten, so dass er nicht reingegangen ist? Welche Karte wollte er zum Beispiel mit der Bandite noch rausbaiten? Vielleicht will er auch einen großen Push aufbauen, aber das ist auch schwer gegen die Delivery und Holz und gegen Inferno-Turm. Ja, genau, wollte gerade sagen, das ist ja ein großer Push ist ja eigentlich nicht das. Jetzt kommen die Pickles. Er weiß wahrscheinlich, okay, der Gegner hat die Royal Delivery, da kann ich nicht so leicht reingehen. Vielleicht weiß er das. Aber es ist halt ultra hart jetzt. Dann ist sein Turm gefühlt gleich down und er schafft es nicht reinzugehen. Weißt du, das ist halt. Ja, klar. Ich verstehe das schon. Weil das Holz war sehr gut. Er hat halt 5 Elixier Vorteil. Ich frage mich echt, warum er da nicht reingegangen ist. Wahrscheinlich wegen der Royal Delivery und weil er den Healgeist nicht im Cycle hatte. Ja, richtig, genau. Die Frage deswegen, ist halt, ist es überhaupt möglich, dieses Matchup zu gewinnen? Das ist echt herb, Mann. Alles im Cycle. Also gegen den Mega-Ritter, der kommt jetzt auch wieder rein, aber dagegen hat einfach Diego E. den Inferno-Turm auf ganz entspannt. Aber der Magic Archer wurde gerade nicht getroffen, das ist schon mal gut. Das ist wichtig, genau, weil so stirbt er nicht von der Delivery. Und da kommen die Pickets jetzt vor. Jetzt doppelte Elixierphase, das könnte interessant werden. Kein so gutes Delivery hier. Ja, und der Inferno-Turm ist down. Oh ne, ist nicht down. Es reicht gerade so nicht aus, WTF. Oh. Alter, noch 2, 3 Hits von den Pegels hätten gereicht. Und jetzt ist der Evos da dran, aber trotzdem. Das war ein All-In-Versuch. Das war's. Oh mein Gott, Alter. Es war ein All-In-Versuch. Aber man muss. Ja, gut, vielleicht jetzt hier nochmal. Aber normalerweise sollte es. Die Delivery auf Doom. Guck diese Karte bitte an. What? Die aber Delivery. Oh, war ein AP. Guck mal, diese Defense ist so krass. Deck. Man denkt kurzzeitig, da kommt jetzt Sam durch, aber dann kommt der irgendwie wieder gar nicht. Kommt der absolut durch. Gar nicht. Ich meine, theoretisch kann er es doch gewinnen, so. Also, Diego E. hat keinen großen Spell. Und er muss das Holz eigentlich auch immer in der Defensive verwenden. Aber jetzt muss halt Sam jedes Mal flawless deffen. Und wie will er das machen auf lange Sicht? Er muss. Ja, er darf halt nicht. Ich darf eigentlich gar nichts. Krass. Ja, theoretisch braucht Sam. Jetzt kommt das Holz und jetzt wird's herb. Aber er schafft's halt nicht. Sam Magic braucht Archer halt auch andere Lane. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht richtig, was Sam machen muss. Ich weiß nicht, ob Sam das überhaupt gewinnen kann. Das ist halt. Ich habe keine Ahnung, es sieht nicht so aus. Oh, das ist halt auch der Hit und das Holz reicht jetzt noch nicht ganz aus, aber warte mal jetzt. Wenn der down geht, ne? Der geht down. Oh, warte mal. Lock reicht noch nicht. Lock reicht noch nicht, ne? Die Rollen, der failed, jetzt kommt ein Heal-Spirit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so ein Push. Der failed, Diego, he failed. Oh mein Gott. Warte mal. Oh mein Gott, alles gefällt, let's go, Junge!
Oh mein... Was? Was? Nein, was war dran? Wo war der Delivery dran? Hä? Die Delivery, was war das? Hat er zwei Loks gezeigt, oder was? Entscheidendes Match jetzt hier. Diego E. gegen Morten, beziehungsweise... Entscheidendes Match... Theoretisch für Diego E., wenn er hier gewinnt, aber Morten müsste danach noch zwei gewinnen. Also es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz steiniger Weg hier. Aber er kann es schaffen. Er kann das direkt schaffen. Direkt mal Diego E. hier die Musketiere in die falsche Lane platziert. Man kann, da gibt es so zwei Felder und er hat es genau ins falsche gesetzt. Dadurch ist der eine Mauerbrecher von Morten connected. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Start für Morten. Morta. Morta von Diego E., okay. Bombton ist natürlich rock solid. Morten hat es auch mehrmals schon mit dem Ferntor gespielt. Er spielt jetzt aber hier in der Bombentower. Morten geht zurück in seine Comfortzone mit dem Deck. Das ist seine absolute Comfortzone. Ja. Neben sowas wie Lockbait, gar keine Frage. Super gut, super guter Start. Hat Morten sehr gut verteidigt. Und Elixier ist auf der. Ist Morten auch einen kleinen Vorteil durch den Ritter, der auf dem Feld ist. Ja. Oh, das ist jetzt eine interessante Situation. Die Musketieren geht down. Aber die beiden Mauerbrecher. Ja. Sind hier voll connected. Guter Damage auf beiden Seiten und Elixier ist ausgeglichen. Das war der stark. Ritter wird down gehen vom Tower. Das war schon mal sehr, sehr stark hier gespielt. Gar keine Frage. Okay, da kommen die Spearguffs und der Ritter rein. Schöne Defense. Das war stark. Spearguffs laufen jetzt durch. Er wird wieder Miner und Zap machen. Ja. Super, super gut gespielt. Oh mein Gott, das ist stark. Das ist wieder Damage. Zwei Beide. Connections, Alter, let's go. Und das schreibt auch Diego E. Wellplayed. Oh, und das war's wirklich. Das war wirklich Wellplayed. Ja, und vor allem in einem Matchup, was eigentlich gar nicht so einfach ist, weil er zum Beispiel Diego E. auch die Möglichkeit hat, einfach einen defensiven Morte zu spielen gegen den Mauerbrecher, der dann auch noch offensiv wirkt. Und gegen den Morte hat Morten gar nicht so viel. Also, das ist gar nicht so das einfachste Matchup, aber Morten hat schon so viel Damage bekommen durch diese kleinen Fehler, die Diego E. gemacht hat, die halt Morten bis jetzt noch nicht gemacht hat. Ja. Genau so ist es. Krass, ey. Mauerbrecher kommt rein auf der anderen Seite, okay. Was ein Niveau, was wir hier sehen. Das ist wirklich absolut heftig. Komplett. Das sind diese kleinen Dinge, die hier die Unterschiede machen in den Games. Es kommt rein, Alter. Krass, stark gemacht. Meine Situation gerade, ja. Zerstört hier. Mauerbrecher kommt wieder rein. Es ist der permanente Druck, der jetzt von Diego E. sogar einen mittelschlechten Mortar erzwingt. Der kann Morten halt komplett ignorieren. Den wird er auch Morten ignorieren jetzt, ja. Ja. Weil der Damage ist völlig egal auf der Seite. Richtig. Gehen wir Bats Miner rein, die machen passiv den Mortar down, helfen jetzt auch vor allem nochmal gegen die Musketieren. Und die Morten muss halt auch, Morten darf halt nicht nur in eine Lane gehen, Morten hat auch in beiden Lanes jetzt quasi gleich viel Stand, weil Diego E. es sonst schafft, quasi so einen Push mit seiner Musketieren aufzubauen, weil Morten hat keinen großen Spell, das heißt, er möchte Diego E. nicht ermöglichen, die Musketieren zu stacken. Und deswegen macht Morten permanent hier Double Pressure. Das ist so gut, was Morten hier gerade macht. Guckt euch das an. Spearguffs kennen auch eine Musketiere. Wo sieht man das? Krank. Morta aber dran. Morta aber leider am Turm. Wenn es jetzt nochmal ist, ist es ärgerlich. Oder? Okay, keiner. Oh mein Gott, das ist immer so. Bei Morta ist immer so eine Glückssache, ob da noch ein Nid rauskommt, gefühlt. Guter Miner. Es ist so viel Damage. Spearguffs gesplittet. Warte mal, reichen die? Ja, okay, der Morta ist eher auf den Miner gefokust. Meiner ist dran. Okay, guter Ritter. Meiner ist dran. Das ist der Turm, oder? Das war's. Oh mein Gott, Digga, let's go. Morten gewinnt das erste Spiel. Morten gegen Pedro. Morten muss wieder gewinnen. Er muss erneut gewinnen. Wenn er jetzt schon wieder das Deck spielt, ich würde es nicht fassen können. Wenn er jetzt schon wieder, er spielt schon wieder, guckst dir an. Er spielt schon wieder sein Mauerbrecher-Komfort-Deck. Und es ist nicht schlecht. Es ist auf keinen Fall schlecht. In so einer Situation darauf zurückzugreifen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was hat er? Er hat das Holz. Ja, die Skaten noch hier. Was spielt aber Pedro hier? Das ist, wie heißt es denn hier? Auch Mauerbrecher. Okay. Oh mein Gott, das ist halt Mortens Comfortzone. Also, wenn es ein Deck gibt, was Morten schon 1000 Millionen Mal gefühlt gespielt hat, dann ist es das hier. Ja, absolut. Das ist die komplette Comfortzone für Morten und das ist ultra, ultra nice. Aber der Fischer ist halt auch saustark. Muss er Bombenturm setzen? Oder? Nee, okay. Oh, wow. Gemisst leider. Aber ist nicht so schlimm. Zumindest vorerst. Vielleicht war es auch sogar mit Absicht so, dass der Ritter einen Tick rüberläuft, dass der Ritter einfach länger überlebt. Ich weiß, vielleicht, dass der Fischer ihn nicht pullt. Ja, aber ich weiß auch nicht. Dass der Hunter nicht durchläuft. Ja. Ja, genau. Also vielleicht war es sogar so beabsichtigt von Morten. Wenn ja, dann wäre es krank gewesen. Wir wissen es nicht, aber fest steht, dass der Schaden even ist. Oh, warte mal, ist das der King-Tag aktiviert?
Nee. Nee, okay, zum Glück nicht. Falsches Fischer-Placement zum Glück. Beziehungsweise, er hat's ja nicht, also es war ja predict-mäßig so, es war ja nicht, hat's nicht beabsichtigt. Oh, Holz-Predict kam da rein, okay, Holz ist jetzt raus. Aber ein starker Try, aber hat überhaupt nicht funktioniert, was Petro da gerade versucht hat. Er wollte nämlich, dass die Royal Delivery One-Hit ist dann vom Hunter. Aber das hat nicht geklappt, weil Morten noch gedingst hat, die Skriggers gespielt hat. Die Morbrecher waren jetzt nicht so stark, weil die Bats gekommen sind. Alter, oh mein Gott, was ist das für ein Match? Okay, es ist halt. Ganz krank. Es ist halt Mauerbrecher gegen Mauerbrecher, aber. Okay, also langsam wird es mal Zeit, dass Petro den King-Tor aktiviert. Also es gibt halt. Also das ist halt nicht mal. Also wenn Morten die Mauer in der Meier nach hinten platziert, kann er easy den King-Tor aktivieren. Aber er versucht es auch irgendwie gar nicht gerade. Da kommt jetzt der Poison drauf, okay. Meiner ist am Start wieder auf der anderen Seite. Mauerbrecher kommen rein, Bats canceln sich gegenseitig weg. Sie haben halt beide die Antworten und Morten hat keinen großen Spell. Dafür hat er viel Kleinkram. Das ist halt ultra, ultra even, Mann. Was ist denn das für ein Spiel? Ja, Mann. Morten hat den Vorteil, dass er mit den Bats noch ein bisschen mehr machen kann, weil, eigentlich würde ich sogar sagen, beide Spieler haben die Möglichkeiten, gut, Morten hat eine Royal Delivery, aber beide Spieler können mit den Bats ein Key Play hier machen in diesem Game. Weil keine Spells in der Defensive da sind. Ja. Ja. Der zumindest gleich teuer ist wie die Bats. Genau, klar. Poison ist da. Der ist bei Morten jetzt auch nicht da, aber... Morten hatte die Royal Delivery, ja. Genau, er hat die Royal Delivery eben. Alter, wie close ist das Match, bitte? WTF, Digga. Weißt du, was ich... Weißt du, wo ich das Problem sehe in dem Poison? Ja, ich auch. Theoretisch könnte die ganze Zeit der Poison rüberkommen. Ich wollte gerade genau das Gleiche predicted. Aber bittere Minor Connections. Nee, was? Ich dachte, das war Nee, ganz bittere Minor Connections waren das. Ich sehe es genauso wie du, weil das Problem ist, es kommen hier gerade beide nicht durch, aber irgendwann hat halt Petro den Poison und den hat Morten halt nicht. Oh mein Gott, let's go! Ganz wichtig, zwei Mauerbrecher connecten. Ich bin auch noch, dritter auch noch, er hat so viel Elixier mehr gerade. Oh mein Gott, let's go! Das ist ultra gut. 1100 Schadensführung durch diese entscheidende Szene. Wie ist das passiert? Wie? Ich verstehe es auch nicht. Also auf einmal waren einfach auf einmal waren die dran. Er hat gelockt, der Miner kam rein, Petro hatte offenbar selbst kein Lock im Cycle, der konnte keine Skate spielen, hat keine Bats oder was? Und jetzt nur noch 480 Schaden. Das ist gar nichts mehr. Okay, Morten geht trotzdem in die andere Lane, weil er will nicht, dass dieser Push aufgebaut wird oder dass er das ignoriert. Wieder Damage. Oh, aber ich komme wieder rein. Na, das war jetzt nicht so optimal. Links einfach mit dem Lock geklärt und jetzt sind da so viele... Aber gut, er hat Bomben, Delivery, oder? Ne? Er hat einfach, genau, Royal Delivery. Auch easy, auf ganz easy. Ich glaube, Morten spielt das mit Inferno-Turm jetzt. Okay. Einfach, weil er auf Predict-Basis, weißt du? Deswegen spielt er den nicht, weil Bombenturm hätte er bestimmt schon mal gespielt. Ja, du hast recht. Werden wir aber gleich sehen. Es kann natürlich auch... Ist jedoch jetzt schon eine Menge Schaden, ne? Also da muss auf jeden Fall... Sollte auf jeden Fall ihr Mord nochmal aufpassen, weil der Poison ist halt noch hier, ne? Jeder Miner wird predicted, Bro. Jeder Miner wird gerade... Ah, das Holz dran, let's go. Wichtig. Oh mein Gott, das wäre so close. Ach du Scheiße. Ach du... Miner ist dran! Oh mein Gott, Junge. Es hätte so close noch werden können. Ich fasse es nicht. Belekin gegen Morten. Entscheidendes Spiel. Es könnte nicht spannender sein. Beide unter enormem Druck. Morten kann jetzt hier tatsächlich der einzige Spieler sein, der heute hier für SK Gaming irgendwas gewinnt. Warte, so doof es sich anhört. Oh mein Gott, er spielt wirklich nur Damage. Oh mein Gott. Und ich glaube, das Matchup ist not too bad für ihn. Damage mit Cage. Er spielt einfach nur Damage mit Cage. Da muss ich gerade echt schmunzeln. Er packt hier das No Damage Friedhof Deck aus. Das Problem in diesem Matchup, kann ich dir ganz klar sagen, Flugmaschine könnte extremst nervig werden. Er darf nicht overcommitten. Dem Megaritter Heilgeist könnte auch ein Problem werden. Also es ist, glaube ich, minimal besser für Morten. Ja, aber nicht wirklich. Also er muss perfekt spielen. Aber Sam Belekin hat sehr viel Outplay-Potential. Ja, okay. Er hat Outplay-Potential, aber Morten, wenn Morten perfekt spielt, dann könnte es sein, dass das Ganze gewinnt. Ja, es ist nicht so, das finde ich jetzt ein bisschen schwarz gemacht. Das ist jetzt nicht so bad. Weil er hat die Antworten. Ja. Er hat den Nado. Er hat Eis. Guck doch mal, Eismagen Nado oder Baby Deck Nado. Rippt sein Belekin weg, wenn er overextendet. Warte mal, ist die noch drin im Poison? Ja, oh mein Gott, so wichtig einfach. Da konnte der Megaritter rein. Jetzt kann Morten mit Eismagier. Die Frage ist. Ja? Er hat Cage und Ritter gegen Megaritter Bandit. Das ist so wichtig. Soll ich dir sagen, was krass wird?
Das Match wird besser für Morten, je länger es geht, weil solange Sam Pelican kein Magic Arch oder sowas spielt, kann er irgendwann einfach seine Truppen hochstacken. Er kann irgendwann, weil Sam Pelican keinen großen Spell hat, sagen, okay, ich spiele zwei Baby Dragons, zwei Eismagier, cycle ich irgendwie in die Defense. Allein jetzt kann er schon reingehen. Jetzt kann er komplett reingehen. Ja, das macht er auch. Das ist super gut. Flugmaschine wird zwar jetzt regeln, klar, aber die Skelette werden eine Menge Schaden machen. Da kommt ein Schneeball. Baby Dragon ist dran, auch sehr, sehr wichtig. Und der Poison, oh mein Gott, let's go, das ist so gut. Das ist so eine gute Situation. Das war so gut. Es könnte kaum besser sein. Ey, das kann nicht sein. Es sieht ultra, ultra gut hier gerade für Morten aus. Morten könnte es jetzt hier perfektionieren. Morten könnte es jetzt hier perfekt machen. Sam Pelican hat einfach einfach Mauerbrecher komplett gesniped. Er hat einen Mega-Ratter und Cage reingenommen. Sam Pelican hat so hart gedacht, dass Morten hier nochmal die Mauerbrecher spielt. So hart gedacht. Ja, aber überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Und das ist so gut jetzt hier für Morten. Der Cage auch auf der anderen Seite. Der Kobold-Koloss hier macht so viel Damage. Poison kommt drauf. Er muss immer die Flugmaschine poisonen. Ganz, ganz wichtig hier. Und er spielt super, super, super stark. Die Situation ist so gut für ihn. Ich weiß nicht, ob er das noch verlieren kann. Also er hat so eine gute Lage. Sam Pelican hat keinen großen Spell. Er hat die Piglets. Mit denen, wie will er durchkommen gegen mit Piglets gegen Cage, Nado, Eismagier? Das geht eigentlich gar nicht. Das Einzige, was er machen könnte, wäre jetzt versuchen, den großen Mega-Ritter-Push aufzubauen. Aber da ist der nächste Cage im Cycle. Wenn der jetzt wieder ein Poison kommt, alles gut. Ja, Morten spielt so safe, er spielt defensiven Poison und er will gar nichts anbrennen lassen. Ja klar, 100%. Gar nichts. Absolut 0,0 will er anbrennen lassen. Es wäre auch... Jeder Overextend in irgendeine Richtung wäre ein Risiko. Er hat Stand jetzt das Spiel gewonnen, wenn es in die Overtime ginge. Also wenn jetzt hier ein Tie wäre. Der hätte er jetzt gewonnen. Deswegen macht es auf keinen Fall Sinn. Er zieht sogar noch Cage ran. Er zieht sogar noch den Cage ran. Also den Koloss. Ah, das ist jetzt ein bisschen besser für Pelican gerade. Aber jetzt decken sich die Baby Dragons. Oder er hat zumindest den nächsten auf dem Feld. Und das ist halt sehr, sehr gut. Da muss ein Poison kommen. Er kann es perfekt, verteidigen. Der Poison ist so strong. Da können auch keine Royal Hawks kommen. Richtig. Wegen dem Poison. Genau. Da kann auch nichts mehr kommen. Piglets kommen rein, plus die Banditen. Aber jetzt hat er wieder Elixier, um das zu verteidigen. Ja, richtig. Und bringt jetzt nicht den Ritter, weil den Ritter braucht er noch gegen die Dings. Ist jetzt schon ein bisschen Damage so. Ja, aber jetzt ist dreifache Elixierfall. Es kann einfach Baby Dragon Friedhof setzen und das Ding ist gegessen, langfristig. Flugmaschine sogar noch andere Lane, perfekt mit dem Timing, weil er genau weiß, der Cage auf der anderen Seite macht ebenfalls noch Druck. Und das ist richtig guter Schaden. Okay, Flugmaschine. Ja, wird abgefangen, perfekt. 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 Die Flugmaschine ist auch vorgelaufen. Es ist perfekt, ja. Bisschen Damage, aber Banditin kann er zulassen, komplett Poison wieder auf Flugmaschine, immer das gleiche, weil er weiß genau, die Flugmaschine ist das Einzige, was Morten hier gefährlich werden kann. Ja. Das sind zwei Hits von Goblin Brawl, der macht auch noch komplett hier den Turm weg und guckt es euch an. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Ich kann es nicht fassen, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wie kann ein Spieler sein Team so hart im Rucksack haben? Das ist krass. Wie kann ein Spieler so hart sein Team im Rucksack haben? Morten hat hier heute alleine. Das alleine. Ich fasse es nicht. Alleine. Komplett alleine. Morten gewinnt und damit sehen wir SK Gaming morgen Abend 19 Uhr im großen Halbfinale gegen Misfits. Morten Gaming Strikes Back. Was ist passiert? Ich fasse es nicht. Ich kann es nicht fassen. Morten ist der beste Spieler der Welt. Da kannst du mir erzählen, was du willst, aber meiner Meinung nach... Morten gegen Cream. Morten einfach gegen Cream. Ich fasse es nicht. Morten einfach gegen Cream gerade. Ich kann es nicht fassen. Das gibt es nicht. Du kannst sagen, was du willst, aber das heute war wieder einfach zu insane. Einfach nur Wahnsinn.